Tech Talk 41. Heute Thema Windows 11 und was wir von dänischen Behörden noch lernen können. Das alles gibt's wie immer nach dem Intro. Bis gleich, bleibt dran. So, ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Heute sind wir zu dritt. Heute ist mit dabei zu eurer Linken ganz oben der Georg Hirmer, unten drunter der Tobi Ponsel und meine Wenigkeit, der Steffen Kolb. Wir sind heute wieder mal da und ganz kurz nach dem letzten Podcast wollen wir euch dann noch ein bisschen was zu Windows 11 erzählen, auch wenn es bei mir gerade im Hintergrund nicht so aussieht, aber ich habe gedacht, den Tux, der schadet nie, würde auch Tobi wahrscheinlich sagen, wenn der einfach mal mit dabei ist. Wir hatten ja letztes Mal eine Umfrage der Woche, die würde ich jetzt einfach mal weiterlaufen lassen. Da ging es um Online-Payment, mit was bezahlt ihr online? Könnt ihr mal abstimmen, umfragederwoche.kursofu.com. Und wir haben euch noch gefragt, ob ihr auch Lebensmittel im Internet einkaufen wollt oder würdet oder vielleicht schon macht. Weil wir hatten ja das Thema diese 10-Minuten-Lieferdienste und die schlagen ja in den Großstädten mittlerweile durch und da war eben die Frage, habt ihr da schon mal bestellt oder würdet ihr da bestellen? Und deswegen Umfrage der Woche, kursofu.com, natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Und dann würde ich sagen, startet der Tobi schon mal mit seinem ersten Thema, was nicht, sag ich mal, was nicht gerade uninteressant sein könnte. Ja, also es ist im Grunde jetzt nichts, also es kann gravierend sein, muss aber nicht. Und zwar ist es aufgefallen, dass Google wohl bei ihrer Suche und diesen Wissenskacheln oder wie auch immer die genau benannt werden, wo so ein bisschen Knowledge Panel hier so ein bisschen einen kleinen Mist gebaut hat. Und zwar ist es da wohl vorgekommen, dass Leute mit demselben Namen andere Bilder und andere Beschreibungen zugewiesen bekommen haben. Also es geht hier um eine Person, Gerizo Georgievi oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Da muss es wohl drei Leute geben, einmal einen Bankfachangestellten, einen Arzt und einen Serienmörder. Und da wurde dann, so wie ich es wohl verstanden habe, der Bankangestellte mit also das Bild vom Bankangestellten auf dem Serienmörder gemappt und solche Sachen. Also da hat wohl Google doch noch einiges nachzubessern. Ist jetzt, also kann theoretisch harmlos sein, wenn es halt, ja, wenn man sich hier ein bisschen anstrengt. Allerdings, wenn das natürlich jetzt blöd kommt und das zufällig eben zum Beispiel einen Serienmörder oder was aus derselben Dekade mit demselben Namen ist wie jetzt ein anderes Bild und ich dann halt mich dann mit einem Bild irgendwie bewerbe und dann halt eben das rauskommt. Ja, das kann schon mal einen den Tag versauen. Wollte gerade sagen, ja. Vor allem weil halt Google auch teilweise so ein bisschen als eben ja das Nonplusultra der Wissensquelle manchmal angesehen wird, hat man so das Gefühl. Also, ja, ist richtig. Ist wie Wikipedia. Also genau, alles, was bei Wikipedia steht, ist richtig. Ich habe es auf Google gefunden, also muss ja irgendwo eine Wahrheit dahinter sein. Ja, na klar. Dass da jetzt natürlich irgendwelche Mapping-Fehler passiert sind, inwiefern jetzt der Google-Algorithmus dahinter halt kaputt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe den weder programmiert, noch habe ich mir den angeguckt. Also ich glaube, wenn du den angucken könntest, dann hätte Google ein Security-Problem. Stimmt. Oder hätten alles Open Source gemacht, was natürlich auch geil wäre. Nee, glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Nee, das wird nicht passieren. Dafür verdienen die viel zu gerne daran Geld an dem Ganzen. Ja. Aber das war ja auch das Thema bei dem Attentat auf diesen CDU-Politiker, da dies, wie hieß der nochmal? Der Lübcke, oder? Ja, genau, Walter Lübcke, genau. Und da war ja auch das Thema, dass über die Google-Suchanfragen, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich der Täter war oder ob die da nur jemanden gefunden haben, der diese Anfrage
wie geht Selbstmord oder irgendwie so. Ich merke schon, das Video wird wieder total unmonetarisiert sein. Nee, das ging doch um einen Kopfschuss, oder? Kopfschuss, genau. Ja, irgendwie sowas. Das wird nicht besser von den Begrifflichkeiten. Ist das Video jetzt schon wieder nicht mehr monetarisierbar wie das letzte Mal? Nein, aber da ging es ja genau um das Thema, dass da jemand kurz nach dem Mord das gegoogelt hat. Und dass dann eben da die Behörden darauf aufmerksam wurden. Und das war halt auch auffällig, dass halt genau zu dieser Zeitpunkt in diesem Bundesland oder in dieser Region jemand danach googelt, wo eigentlich sonst, was weiß ich, zweimal im Monat vielleicht jemand danach googelt oder so. Und das ist schon krass, welche Macht da mittlerweile Suchmaschinen einfach haben. Und ja, eigentlich Google halt im Prinzip, weil wir reden ja mittlerweile kaum noch über andere Suchmaschinen. Das und ist ja. Die andere Sache ist, wenn du auch mal über eine andere Google-Suchmaschine redet, es ist ja im Grunde eh alles, was Google Database hinten dran. Ja, klar. Also ich glaube, DuckDuckGo ist ja auch mit Google im Hintergrund. Oder so, haben die soweit Bing? Soweit ich weiß. Ich glaube, oder haben die eine Kombination aus beiden? Ja, kann auch sein, Aber auf jeden Fall, im Grunde hast du eh nur noch Bing und Google, die halt irgendwie dranhängen. Oder halt irgendwelche esoterischen Hacker, die dann genau, irgendwie so. Früher gab es doch mal MetaGer, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war auch so ein Versuch, so eine deutsche Suchmaschine zu bauen. Doch, MetaGer gibt's noch. Und, von der Universität Hannover ist es sogar. Ah. Ja, genau. Interessant. Ja, das gibt's sogar noch, die Suchmaschine. Aber ich weiß nicht, ob die da Google hinten ranflanschen. Jetzt suche ich mal nach Kurs of You. Okay, wir sind drin. Wir sind auf jeden Fall drin. Das ist das Wichtigste, Steffen. Ja, wenn wir drin sind, dann ist die Suchmaschine eine gute. Dann ist die Suchmaschine gut. Ja. Prädikat gut. Genau. Keine Ahnung, wie wir da reingekommen sind. Also, ich habe uns da auf jeden Fall nicht aktiv eingetragen. 18.000 Ergebnisse bei Kurs of You und Bilder auch. Naja, wir schweifen ab. Auf jeden Fall, kann passieren, da muss man echt aufpassen, aber da kannst du halt auch wenig machen. Was willst du da machen, wenn Google dich da verwechselt, also, außer Google melden und sagen, hey, hallo, ich bin jetzt nicht der Serienmörder. Ist schwierig. Google sagen, ey, Leute, könntet ihr vielleicht nicht unbedingt mehr Bild mit irgendwie einem Serienmörder, der den Spitznamen der Sadist getragen hat, in Verbindung bringen, das kommt bei den meisten Bewerbungsgesprächen nicht gut, es sei denn, du bewirbst dich irgendwie bei einer CIA Black Site oder so. Ja, das Problem ist, glaube ich, auch bei Google irgendjemanden zu bekommen, der überhaupt menschlich mit dir kommuniziert. Ich glaube, das ist halt auch ein Problem. Beziehungsweise der die Anfrage, ich sage jetzt mal, überhaupt ernst nimmt. Also ja, genau. Wenn du dann sagst, ja, bitte ändert mal das und das, ich weiß nicht, wie viel 1000 Mails oder Anfragen der Google bekommt, mal bitte irgendwelches Zeug zu ändern. Ja, genau. Und teilweise halt wahrscheinlich völliger Bullshit, wo Leute halt gar nicht verstehen, wie Google funktioniert und irgendwelche Anfragen stellen. Ich meine, das hast du ja auch häufig. Tja, ja, das... Sagen wir es mal so, gut, dass es rausgekommen ist und dass Google es hoffentlich vielleicht mal in naher Zukunft gefixt bekommt. Ja, also ich hatte jetzt bisher noch nicht den Fall, dass ich irgendwas... Doch, gelogen. Siehst du, fällt mir gerade ein. Aber das war nicht in Bezug auf meine Persönlichkeit, sondern wir hatten einen Rechtsstreit damals bezüglich eines Bildes auf unserer Website, und da war eben das Thema, dass wir auch aus dem Google Cache dieses Bild entfernen, weil Google cached ja auch die Webseiten, und da war eben das Thema, dass jetzt nicht nochmal eine neue Urheberrechtsklage kommt, weil das Bild im Cache auch noch zu finden ist. Und ist schon ein paar Jahre her, aber sowas muss man halt da auch mit bedenken. Also Google hat dann einen Cache-Algorithmus, wo man auch die Seite noch aufrufen kann, wenn die offline ist und so weiter. Und das war damals eine etwas größere Aktion, weil das hat auch nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Mittlerweile soll es aber besser sein. Also das ist schon ein paar Jährchen her, aber es war auf jeden Fall nervig, weil wenn du das halt länger drin hast, dann hast du halt das Problem, dass du dann vielleicht nochmal eine Abmahnung kassierst und kannst gar nichts dafür. Naja. Was ich ganz schön finde, ist das Thema vom Georg, weil das zeigt, dass es mal ein bisschen vorangeht. Und wenn wir schon mal beim Thema Bewerbungen sind, bei Bewerbungen braucht man ja auch mal ein Zeugnis oftmals. Und da gibt es scheinbar jetzt auch Fortschrittsideen. Genau, nämlich die Bundesdruckerei hat angekündigt, dass sie ab 2023 Zeugnisse aus Schulen auch digital anbietet.
Was da auch ganz interessant ist, dass dann quasi, also du kriegst dann letztendlich eine Art PDF, die hat XML-Elemente drin, die man auslesen kann. Und das wird dadurch verifiziert, dass einerseits von dieser PDF dann eine Prüfsumme erstellt wird, die dann wieder zusammen mit der Signatur von der jeweiligen Schule zusammengewürfelt wird, die dann wiederum in eine Blockchain reingepackt wird. Das Geil, heißt, ohne Blockchain geht nix. ja, Blockchain, das ist ja auch im, wie sagt man dazu nochmal, im Parteiprogramm von der CDU, dass Deutschland führendes Mehr Land in der Blockchain. Blockchain sein soll. Ja. Und nee, aber auf jeden Fall haben sie es mit Blockchain geplant, dass halt dann auch zum Beispiel jetzt die Hochschule hergehen kann, um auch die Authentizität. richtig, von den Dokumenten überprüfen kann. Und natürlich davon das Praktische ist, dass man halt dann nicht mehr mit irgendwelchen beglaubigten Kopien umgehen muss von irgendwelchen. Also du musst nicht mehr zur Schule rennen, musst nicht mehr sagen, hey, könnt ihr mir das bitte beglaubigen, die Kopie, und dann 1000 Papierkopien dann an die Hochschulen zu schicken. Ja, es ist schwierig. Also dieses Thema Zeugnisse, das ist halt echt nervig. Allgemein, ich bin mittlerweile ja so, dass mich das aufregt, wenn ich irgendwo was analog bekomme oder nur analog habe und keine Option habe. Jetzt genauso das Gleiche hat man jetzt gesehen mit dem Impfausweis oder Impfpass. Ganz ehrlich, das ist kein Wunder, dass das Ding gefälscht wird, wie blöde, weil es ist halt einfach ein gelber Wisch mit paar Buchstaben drauf, die aus dem Laserdrucker gekommen sind oder vielleicht sogar noch aus dem Nadeldrucker. Und das kann halt jeder nachbauen. Da gibt es halt keine großen, was weiß ich, Wasserzeichen oder irgendwas. Und dann, wenn Leute, habe ich im Bekanntenkreis auch immer wieder, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo das Ding überhaupt ist. Es ist irgendwie beim letzten Umzug oder sonst wo ist es abhanden gekommen, und ist halt jetzt weg. Und es ist halt einfach nervig. Und die wissen teilweise selber gar nicht mehr, welche Impfung habe ich eigentlich, wann müssen die aufgefrischt werden oder was auch immer. Und wenn du sowas halt digital hast, dann ist das halt eine feine Geschichte. Vor allem, wenn die Plattform halt stimmt, dann kannst du halt wirklich sagen, das ist auf jeden Fall ja, fälschungssicher oder sicherer als so ein einfacher Papierwisch, was ja ein Zeugnis letztendlich auch ist. Und niemand kennt sich so genau aus, außer man hat vielleicht damit schon mal Kontakt gehabt und kann sagen, das ist echt oder das ist unecht oder wie auch immer oder das ist vielleicht eine Fälschung, ist total schwierig. Also auch jetzt mit den ganzen Öffnungen in Bezug auf die Impfung, wenn du da mal die ganzen Leute fragst, was ist jetzt der echte Impfausweis, das haben auch ein paar YouTuber gemacht, by the way. Und da kann dir keiner sagen, ja, die sagen teilweise, ja, ich habe meinen schon seit Jahren immer angeguckt oder so. Woher sollen denn die wissen, ob das Ding echt ist? Und das ist halt einfach ein Problem, muss man ganz klar sagen. Ja, dazu noch eine kleine Sache vielleicht, mal weil wir es mit ein bisschen so die Blockchain belächelt haben. Ist aber, Jetzt kommt die ja, ne, Killer-Applikation. was ist Killer-Applikation? Also ist zumindest für solche Sachen, denke ich, eigentlich ein ganz guter Einsatzgebiet, weil es ja eigentlich auch für sowas geschaffen wurde, um eben Daten zu verifizieren, beziehungsweise sicher darzustellen, dass es eben halt nur eine Ausführung von dem Ding gibt. Also von daher ist Ja, da, okay. denk ich, weniger Bullshit als Ja. es jetzt bei anderen Ausführungen vielleicht Nichts anderes sein passiert ja könnte. auch beim Bitcoin oder bei einer Eben. anderen Kryptowährung, wo ja auch dann das verifiziert wird. Also Ja. von daher finde ich es da gar nicht mal so absurd. Stimmt, ja. Das ist dann kein Marketing-Blabla. Interessant ist auch, dass ich weiß nicht, Georg, hattest du noch irgendwas zu dem Thema oder? Nee, ich hatte nichts mehr zum Thema. Vielleicht eine Sache noch. Durch dieses XML können auch die Universitäten und Hochschulen das auch automatisch auslesen, was natürlich für die auch einen Aufwand viel geringer hält. Ja, du kannst halt dann Sachen auch viel einfacher verarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Ich weiß nur, ob du es erwähnt hast und ich habe es überhört, aber das soll ja dann auch scheinbar über die Bundesdruckerei laufen, so wie ich das mitgekriegt Genau. habe. Genau. Ja, die Bundesdruckerei macht ja auch alles Mögliche. Ich glaube, den Perso macht die ja auch. Ist aber ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Also du kannst auch bei der Bundesdruckerei, kannst du auch mit deiner Firma
ganz normal deine Briefdialogpost, wie es so schön heißt, drucken lassen und dann massenweise an die Kunden rausballern. Also die Bundesdruckerei ist halt jetzt nicht so staatlich, wie sie sich anhört. Und Ist eine ja. GmbH nebenbei. Genau. Und ich hatte mit denen halt schon mal zu tun, weil ein Kunde von uns, der wickelt seine Dialogpost mit der Bundesdruckerei ab. Und deswegen ist es ganz interessant. Aber wie gesagt, warum nicht? Ich meine, die erfüllen halt scheinbar einige Standards, weil wenn du den Personalausweis drucken kannst, dann glaube ich, hast du schon gewisse Voraussetzungen, um halt eben auch sowas abwickeln zu können. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Würde ich denen einfach mal unterstellen, die Kompetenz, dass die sowas auch handeln können. Gut. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob für euch sowas interessant wäre, so ein digitales Zeugnis. Interessant wird es dann halt noch, ob man ich meine, ich bin seit 2010 aus der Schule raus, ob ich mein Zeugnis dann immer noch in digitales umwandeln kann irgendwann. Das wird dann Nein, noch das mal interessant. funktioniert nicht. War klar. Also ich habe dann dieses alte Papierzeugnis, bis ich irgendwann in die Kiste gehe. Ja, du kannst Also. gern noch mal dann ein Abitur machen, um das neue Zeugnis zu bekommen. Nee, du lass mal. Ich glaube, da ist aktuell kein Bedarf für Abitur. So. So, wie komme ich jetzt von dahin zu dahin? Digitalisierung. Digitalisierung ist ja auch, genau, in Apotheken vielleicht ein Thema. Wir hatten es ja gerade in Bezug auf den Impfausweis, Impfpass. Und da gibt es ja dann auch noch andere Geschichten, wie zum Beispiel Rezepte. Und da gibt es auch Möglichkeiten zu digitalisieren, wenn man es denn richtig macht. Ja, dazu ist momentan im Gespräch bzw. in der Vorbereitung ein digitales Rezept beim Arzt einzuführen bzw. auszuprobieren in Berlin. Das Ganze ist weniger gut durchdacht, habe ich so das Gefühl, wie die Sache mit den Zeugnissen. Ach. Da man da erst noch eine App und die Krankenkarte und einen PIN braucht. Und es eigentlich ja ganz schnieke gedacht ist, um halt Papiermüll zu vermeiden und dass man gleich auch an die Apotheke hingehen kann und sagen, ey, ich brauche das und das und kann mir das gleich anzeigen lassen, ob das da ist. Für Privatversicherte funktioniert das, soweit ich weiß, noch nicht. Genau. Also die müssen noch normal mit dem anderen Zettel hingehen. Was ich mich jetzt als jemand frage, der durchaus auch mal Medikamente braucht, auf die man warten muss, weil die halt nicht vorhanden sind, wie das dann aussieht dabei, also ob ich dann gleich praktisch sagen kann, okay, ich würde gern das und das bestellen, also da hat, denke ich, jetzt nichts drin gestanden. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du, wenn du dich einloggst, kannst du dann quasi verschiedene Apotheken dann quasi auf Verfügbarkeit prüfen und die würden dir das dann bereitlegen. Okay, ja, Und weil so wie ich es verstanden habe, auf Verfügbarkeit prüfen, gehe ich halt davon aus, dass sie es da haben. Also, wie gesagt, es geht jetzt um zum also, Beispiel, nee, die ich. würden dir dann Okay. Bescheid geben, wenn sie es wirklich vorrätig hätten und wenn, dann wann. Okay. Ja, gut. Wie gesagt, aber dieser ganze Aufbau ist noch wahnsinnig kompliziert. Also, das ist auch wieder so über drei Ecken und von hinten rum durchs Auge in die Brust. Ja, aber ich muss zu deinem Anfangsstatement dir widersprechen, dass man sich da erst einloggen muss, weil diese Okay. Grundfunktion, dass man das E-Rezept darauf bekommt und mitnehmen kann und quasi beim Apotheker vorzeigen kann, das kannst du auch, wenn du dich nicht einloggst. Wenn du dich einloggst, dann siehst du einfach das Ganze, also den Inhalt von dem Rezept. Und so hast du bloß diesen QR-Code, den du dann beim Apotheker hinhalten musst. Okay, ja, nee, wie gesagt, es ist alles noch so auch ein bisschen gefühlt hakelig. Allerdings an sich bin auch durchaus dafür, wenn es vernünftig gemacht ist und halt Daten halt sicher oder das auch manipulierungssicher irgendwie aufgebaut ist, also dass ich jetzt dann irgendwie in die Apotheke kann, mir irgendwie 500 Pfund Schmerzmittel da abholen, um die dann in irgendeinem Hinterhof zu verticken. Also das kann ja dann auch wieder nicht der weiße Wäre beste halt Schluss sein. auch mal interessant, wie andere Länder sowas Eben. abwickeln, ob das
da ähnlich kompliziert ist oder ob die schon irgendwie also eine Methodik entwickelt haben, sowas viel effizienter und schneller zu machen. Ich habe da auch in den Kommentaren zu dem Artikel gelesen, dass es wohl in anderen Ländern so ist, dass das alles über die Krankenkarte abgehandelt wird. Also dass das halt dann eben auf diesem RFID-Chip oder was auch, auf diesem Kontaktchip, der da auf der Karte mit verbaut ist, da wohl drin gespeichert wird und dann, also sprich die Karte so als Universalrezept funktioniert, beziehungsweise oder wie eine Geldkarte, dass du hingehen kannst und sagen, ja, hiermit und hier bitte. Würde natürlich dann die, ich sage jetzt mal, diese Funktionalität des, ich bestelle mir es vor über App, so nicht regeln, es sei denn, man baut sich dann noch oder man macht dann irgendwie noch andere Möglichkeiten, wenn es natürlich dann. Ich bin jetzt nicht im, ich sag jetzt mal, in dem Game drinnen, wie man da die System designen würde, um solche Funktionalitäten aufzubauen, aber an sich, ich bin durchaus dafür, wenn es wieder sicher und vernünftig gemacht ist. Ja. Warum nicht? Nimm Papier weg, wenn das Ganze natürlich wieder auch in irgendwelche Privathand fällt, dann. Also ich sage jetzt mal, außerhalb der Krankenkassen, dann drehe ich mich natürlich wieder 180 Grad in Vollrotation. Aber naja, ich glaub, gut, das ist verständlich. Du kannst ja auch schon mittlerweile das, also Thema Apotheken kannst ja auch zum Beispiel Doc Morris und wie die alle heißen. Das meine ich damit nicht. Also ich meine jetzt, dass die Daten praktisch über privat. Naja, aber wenn du jetzt mit einem Rezept bei Doc Morris irgendwas bestellst, dann haben die ja auch die Daten. Aber ja, klar, du aber gehst ja dann bewusst, sag ich mal, den Weg ein. Ja, bewusst dahin und bin dann auf die App angewiesen, die eventuell bei irgendeinem Hoster. Das Problem ist halt auch, selbst wenn staatlich ist teilweise, werden mittlerweile ja auch Public-Cloud-Anwendungen genutzt. Also es ist mittlerweile halt nicht so, dass man sich darauf verlassen kann, dass man auch bei sowas dann eben nicht irgendwo in einer AWS oder in einer Azure oder irgendwie sowas landet. Ja. Wie gesagt, wenn es sicher ist, habe ich damit kein Problem. Aber ja. Ja, das ist halt dann die Frage. Aber solche Gesundheitsdaten, würde ich mal behaupten, die genießen schon einen hohen Datenschutz. Und dann haben die sicherlich auch sehr hohe Compliance-Anforderungen und dann musst du da halt auch verschlüsseln und was weiß ich alles. Und dann ist es vielleicht schon gar nicht mehr so schlimm, dass du in der Public Cloud irgendwo bist. Ja, also wie gesagt, an sich mal schauen, was bei rauskommt. Ja. Ach ja, so kleiner Funfact noch nebenbei. Also der Serverbetreiber hintenrum ist IBM Deutschland. Das wird verschlüsselt auch übertragen, dieser ganze Code. Ja. Oder was heißt der Code? Also die Daten werden verschlüsselt in der Cloud, also da kann IBM nicht draufschauen, da kann das Gesundheitsamt nicht draufschauen, da kann Merkel nicht draufschauen. Da kann letztendlich bloß Apotheker, Ärzte und letztendlich der Patient draufschauen. Da gab es ja auch diese, mit der neuen Gesundheitskarte, da gab es ja auch Probleme, dass teilweise die Praxen, gerade die ländlichen Praxen, da Probleme haben, sich in dieses Netzwerk einzubinden, weil die kriegen ja dann so eine Art Router, also das ist halt VPN-Router, VPN-Gateway, und dass die da teilweise Probleme hatten, diese ganzen Geräte anzubinden, weil du halt dann auf dem Land teilweise noch mit einem Mbit rumschlägst mit deinem Internet. Und ich meine, in der Stadt kein Problem. Da haben wahrscheinlich Ärzte teilweise, also würde ich mal sagen, mindestens 50 Mbit. Und dann funktioniert sowas ja auch ganz ordentlich. Aber wenn du halt dann auf dem Land bist, bei so einem Landarzt, schwierige Sache, muss man halt ganz klar sagen. Naja, es bleibt spannend. Genau, aber jetzt habe ich noch nebenbei eine Frage an euch. Wisst ihr, welche Rezeptfarbe für was steht? Weil es gibt ja Rezepte in den verschiedensten Farben. Ich brauche selten Rezepte, deswegen habe ich keine Ahnung. Jetzt lass mich mal überlegen. Also ich bin ja reger frequent bei jeder Art von Rezepten und anderem Shit. Also blau, weiß ich aus dem Artikel, ist Privatpatient. Genau. Dann grün ist Empfehlung vom Arzt, sag ich jetzt. Genau. Orange, sag ich schon so, dieses Pinke ist verschreibungspflichtig. Wird von der gesetzlichen dann abgerechnet. Also genau, dann dasselbe gilt für Arzneimittel und Heilverordnungen, also Zeug wie Physiotherapie. Und das Einzige, was ich noch weiß, so ein Eierschalen-Pissgelb ist Überweisung.
Ja, das Gelbe ist für Betäubungsmittel, gilt auch nur 7 Tage. Okay, ja, dann hab ich's verwechselt. Ich meine jetzt wirklich diese Dinger, wo du kriegst, wenn du irgendwie zum Internisten oder so musst. Aber es ist ja in dem Sinn kein Rezept. Also Betäubungsmittel habe ich bisher noch nicht auskenntlich bekommen. Genau, aber für Betäubungsmittel gibt es eben die gelben. Okay. Und Wobei, lass mich mal überlegen. Doch, ich glaube, ich hatte mal eins, aber das ist lange her. auch interessant, in Deutschland werden 500 Millionen Rezepte pro Jahr ausgestellt. Okay, ich glaub, so ein Drittel davon ist schon mal für mich. Oh. Nee, Schatz, aber ich habe genug. Und noch als Letzte, was ich anmerken kann, was halt von diesem ganzen E-Rezept ganz praktisch ist, ist zum Beispiel für Leute, die jetzt regelmäßig Medikamente brauchen. Weil da wird es dann so sein, dass wenn man si sich zum Beispiel eine Schilddrüsentablette geholt hat und dann kann man dann quasi in der Rezept-App auch hergehen und sich ein Folgerezept holen. Genau, beziehungsweise man muss, glaube ich, irgendwie beim Arzt Bescheid sagen und der kann es dann freischalten oder irgendwie sowas war's. Genau, und es läuft ungefähr so ab, wie es auch jetzt schon abläuft. Du musst halt in dem Quartal, wo du das beantragst, schon mal deine Gesundheitskarte beim Arzt vorgelegt haben, damit das geht. Joa. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch schon so eine neue Karte, ne? Mit Chip und allem drum und dran. Tatsächlich. Also ich habe eine mit Chip, aber da fehlt die sechsstellige Nummer. Da gibt es nämlich unter dieser Deutschlandflagge diese sechsstellige Nummer und erst dann hat die diese RFID-Funktion. Müsste meine haben. Ich habe die gerade nicht griffbereit, aber ich habe erst vor ein paar Monaten meine verloren und dann habe ich eben eine neue Jetzt beantragt und muss ich mal dann. gucken, dass ich hier nichts irgendwie zeige, wenn ich. Hast du dann eine PIN mitbekommen oder? Tatsächlich nicht, dann ist es vielleicht doch noch die alte. Kann vielleicht sein, Oder dass muss ich sie die freischalten? Noch irgendwie. müsstest du, wenn du mal nachfragen, aber das brauchst du halt, um halt die volle Funktion von dieser E-Rezept-App dann erstmal zu haben. Was Nee, dann auch nur interessiert. ich habe auch noch keine neue, sehe ich gerade. Und da ist ja Eine ganz neue. interessant, wenn du dich das erste Mal eingeloggt hast, kannst du auch quasi dieses mit Karte ranhalten überspringen, indem du quasi biometrische Daten hast, also zum Beispiel Face-Scan oder Fingerabdrucksensor, Face damit ID von Face-ID, Apple. genau. Genau. Ja. Ja, interessant. Also ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Ich glaube halt auch, dass wir da trotzdem auf dem richtigen Weg sind, halt ein paar Jahre zu spät. Es ist das Gleiche wie mit der E-Mobilität. Ich meine, Deutschland ist grundsätzlich auf einem guten Weg, aber halt einige Jahre zu spät, wenn man das mal international vergleicht. Und das ist halt da auch das Gleiche irgendwie. Vermute ich jetzt mal. Wir werden Aber da kommen sehen. wir später noch mal drauf. Genau, aber ich bin auch mal gespannt. Ich meine, irgendwann wird man es nicht mehr verhindern können, schätze ich mal. Also dann wird man einfach diese Karte nutzen müssen. Aber jetzt aktuell gibt es halt noch viele Leute, die halt sehr kritisch sind und sagen, sie wollen das einfach nicht, weil sie befürchten da halt Überwachung oder was auch immer, ne? Ja gut, die andere Frage ist, die Krankenkasse weiß eh, was sie bekommt. Ja, na Also von klar. daher. Das sind halt auch Leute, die verstehen halt nicht, wie dieses System funktioniert, ne? Also klar hat die Krankenkasse alle deine Informationen, aber der Arzt natürlich auch, ne? Und Und die der Weg Apotheken, wollte gerade sagen, und die von. Apotheken, wenn die Leute nicht komplett geistig umnachtet Tja. sind, wissen auch, was da. Ja, das Ding ist halt so mit wie dieser Prozess, der vielleicht im Hintergrund schon komplett digital ist mit Datenbanken und so weiter. Wenn der halt für den Anwender sichtbar ist, dann ist halt oftmals schon so ein gewisse, wie soll man sagen, da sind die Leute sehr kritisch. So, wenn aber das alles noch analog ist, dann denken die vielleicht auch, dass es hintenrum noch analog läuft. Naive Leute. Und dann ist die Kritik, also wenn du jetzt die älteren Leute fragen würdest, also meine Oma oder so, hier digital und was weiß ich, digitale Krankenakten, etc., dann werden die erstmal sehr skeptisch und so weiter, weil man liest ja so viel, man hört so viel und dann ist es schwierig. Aber ich glaube schon, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Naja. Ja, vor allem, weil halt auch dann die Ärzte, also es müssen Behandlungen nicht zweimal durchgeführt werden oder mehrmals. Wenn du es halt explizit freigibst für den Arzt, weil das ist ja die deutsche Variante, dass du es erstmal explizit freigeben musst für den Arzt mit, ich erteile dir ein Recht für 3 Tage zum Beispiel, dann kann der auch wirklich sehen, was du alles schon, also der kann deine komplette Krankheitsgeschichte sehen.
Oder zum Beispiel auch mit Medikamenten. Du kannst den Medikamentenplan dann auch hinterlegen irgendwann. Und dann sieht der Apotheker, ah, warten Sie mal, das Medikament kann ich Ihnen nicht geben, weil es da Wechselwirkungen gibt. Genau, oder vielleicht am besten der PC sagt es dann schon von allein, weil der Genau, der. Apotheker das vielleicht nicht alles weiß. Genau, so ist das normale Was mir gerade so System. kommt, das ist, würde, ach, das würde mir ja Zeit sparen, wenn ich nicht bei jedem Arzt mir ständig runterbeten müsste, was gerade Der abgeht. Tobi hat dann schon so wie so ein Gedicht, weißt du, was er auswendig Ja, aufsagen kann. ich habe mir mal aus Spaß mir überlegt, ob ich mir die ganze Sache einfach mal auf MP3 oder was aufnehme, um dann so diese Standardfragen abzuarbeiten. Aber das habe ich dann doch mal gelassen, weil es halt unglaublich unhöflich ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, warten Sie mal, ich habe hier meine MP3 für Sie vorbereitet. Hören Sie an, es erklärt alle Ihre Fragen. Ja, nee, aber das ist halt echt, also es wird eine Erleichterung werden und ich finde halt auch gut dieses Thema Notfallmedizin, also dass dann halt eben schon im Krankenwagen vielleicht schon feststeht, welche Vorerkrankungen du hast und so weiter. Wenn es halt wirklich mal schnell gehen muss und wenn du dich halt auch nicht mehr äußern kannst und so weiter, dann ist es schon echt eine feine Sache. Deswegen sollte man das schon eher begrüßen, dass da mehr Digitalisierung passiert. Und klar, es gibt dann auch die Schattenseiten. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet. Ich sage nur das Krankenhaus in Neuss oder eben auch andere Krankenhäuser, die dann halt auch ja, Opfer von Cyberangriffen werden. Aber die Vorteile sind halt trotzdem sehr, sehr hoch. Und auch die Quote, dass dann Fehler passieren, menschliche Fehler, sind halt dann trotzdem geringer, wie wenn halt ein Algorithmus funktioniert einfach. Wie wenn dann halt ein Mensch einfach mal einen schlechten Tag hat, sag ich mal. Aber gut. Ja, ich glaube, von dem Thema, von dem Digitalisierungsthema, kommen wir zu einem Produkt, was bereits digital ist, nämlich zu Windows 11. Da gab es ja jetzt gestern, also bei uns ist heute Freitag und gestern Donnerstag gab es die Keynote. Und wir wollen euch einfach mal so ein paar grundlegende Features von Windows 11 einfach mal ein bisschen vorstellen. Es ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Es gab ja vorab schon mal so ein Leak, das also bei Microsoft, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, war das bei Windows 10 auch so, dass es damals schon ein Leak gab? Keine Ahnung, ist schon wieder zu lang her. Windows 10 gibt es ja auch schon seit x Jahren mittlerweile. Anyway, auf jeden Fall ist Windows 11 jetzt vorgestellt worden und es wird wohl auch so sein, dass es eben ein mehr oder weniger zwar neues Branding ist, aber einfach als kostenloses Update. Also auf Twitter hat Microsoft schon versprochen, dass es wohl ein kostenloses Update wird für alle Windows 10 Nutzer. Und ich glaube auch, dass es der richtige Schritt ist, wenn ich mal ehrlich bin, weil ich glaube, Microsoft verdient an den privaten Windows 10 Lizenzen sowieso nichts. Und im Unternehmen, da brauchst du ja sowieso, gerade bei größeren Unternehmen, da hast du dann eine Enterprise-Lizenz und hast dann halt eben diese OEM-Lizenz auf dem Device als Grundlage für deine Enterprise-Lizenz. Aber so wirklich an den Privatleuten, wer kauft sich denn privat eine Windows 10-Lizenz, verdient Microsoft einfach nichts mehr, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Also das vorneweg schon mal, das wird wohl ein Update sein. Und Da ich werde ja trotzdem brocken, da würde ich nur schon was reinhauen. hau rein. Was ich halt auch glaube, immer mit diesen ganzen kostenlosen Updates, wie es zum Beispiel auch von Windows 7 auf Windows 10 war, die wollen auch ihre alten Betriebssysteme halt nicht noch ewig in Nutzerhand rumliegen lassen. Die wollen halt, dass du möglichst, denke ich mal, auch eine einheitliche Architektur irgendwo immer rumflacken hast, weil Ja. umso mehr Diversität du zu warten hast, umso mehr musst du halt auch arbeiten, ne? Ja, wobei Windows oder Microsoft ja wirklich, wie soll man sagen, die Helden in dem Bereich Abwärtskompatibilität sind. Linux. Du kannst ja immer noch teilweise Windows 3.11 Geschichten, DOS Geschichten unter Windows 10 ausführen. Also das läuft schon alles irgendwie noch. Also muss man neidlos anerkennen, hat natürlich auch alles Nachteile. Also wenn da eine Schwachstelle von früher irgendwie in so einem Systemcode ist, dann ist die halt unter Windows 10 oder 11 immer noch drin. Oder auch irgendwelche Dialoge, die dann immer noch aufpoppen, die halt von Windows 2000 oder so irgendwie sowas sind. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und man kann auch davon ausgehen, dass Windows 11 natürlich in der Kürze der Zeit und dass es auch keine komplette Neuentwicklung sein wird,
Und nee, ich finde es halt nur logisch, dass Microsoft sagt, wir verdienen das Geld eben nicht mehr mit dem eigentlichen Windows 10 OS, sondern mit dem eigentlichen Client-Betriebssystem, sondern wir verdienen unser Geld mit der Cloud, mit Windows-Server. Und da nehmen sie es ja auch von den Lebenden. Also da ist Microsoft ja auch nicht zimperlich. Wenn man sich so eine Windows-Data-Center-Lizenz kaufen möchte, dann ist man ruckzuck mal im höheren fünfstelligen Bereich, je nachdem, was man eben dafür Server lizenziert. Und da verdienen die einfach ihr Geld, muss man ganz klar sagen. Ja, so viel zur Lizenzierung. Dann gibt es natürlich noch so ein paar optische Geschichten. Also die Taskleiste oder Taskbar, die wandert jetzt in die Mitte. Also noch mehr an Apple angelegt, hätte man es wohl kaum machen können. Das ist halt 1:1 im Prinzip das, was macOS macht, dass du halt dann da deine Programme dann eben in der Mitte hast bei macOS und die Widgets kommen wieder zurück. Und Widgets hat ja auch macOS schon eine ganze Zeit. Ich glaube, bei Windows 7 sind die Widgets ja dann wieder rausgeflogen. Bei Vista kamen die und bei Windows 7 sind sie dann nach Windows 7 wieder rausgeflogen. Du meinst Windows 8, oder? Mit Windows 8 sind sie rausgeflogen. Windows 7 hatte noch, genau. Ja, so war das. Und ich finde, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die nicht mal schlecht. Also ich meine, es war viel Blödsinn dabei, aber grundsätzlich die Idee, dass man so auf seinem Desktop so ein paar Widgets hat, es gab jetzt nicht die große Auswahl. Also ich glaube, das wird sich auch ändern, wenn die jetzt wieder kommen. Da wirst du mehr Auswahl haben. Aber die meisten Widgets waren halt einfach Müll, muss man ganz ehrlich sagen. Die paar System-Widgets wie Wetter oder so oder CPU-Last und sowas, die waren okay. Aber die Mehrheit der Widgets war halt einfach Blödsinn. Manche AV-Hersteller haben dann noch so ein AV-Status-Widget mitgeliefert. Ja, aber dann hat es auch schon aufgehört. Weißt du, habt ihr damals Widgets benutzt? Oder? Ja gut, da hau ich ja gleich nochmal rein, weil mir die Widgets... Hau rein. So was ich jetzt gelesen habe, sind es auch nicht mehr die Widgets, wie es früher mal waren. Also nicht diese Programme, die du ständig offen hast, sondern wohl eher so welche, die du aktiv benutzen kannst, also eher wie die Live-Kacheln es wohl mal momentan sind oder waren. Ja, sei jetzt mal dahingestellt, inwiefern das besser, schlechter, genauso ist. Ist, denke ich, eine Gewöhnungssache. Ich habe Widgets benutzt früher. Weil du gemeint hast, mit wie sinnig manche Sachen sind. Was mir gerade noch eingefallen ist, eventuell, dass man vielleicht einen Store ein bisschen mehr mit einbindet, weil, so wie ich es verstanden habe, kommen wir ja wahrscheinlich später auch nochmal drauf, dass eben der Store so ein bisschen direkt damit eingebunden werden soll, dass man vielleicht dann auch eben mal an sinnigere Sachen von Drittanbietern rankommen kann. Also, dass halt eben auch jeder oder beziehungsweise halt Leute mit, die das gern möchten, da halt zusätzliche Widgets irgendwie einstellen können, um man sich die halt dann holen kann. Ob es jetzt, keine Ahnung, sinnig ist oder ob es halt nur irgendwie ein auf Windows 11 portierter Clippy ist. Ja, es geht, glaube ich, eher so in die Richtung, wie es halt Android macht oder auch iOS mit den Widgets, die du dann halt, du hast deine Homescreens, also du hast ja auch bei Windows dann mehrere Desktops, die du eben abspeichern kannst, zwischen denen du hin und her switchen kannst. Und dann geht es halt auch darum, dass du in so einem Widget halt auch Sachen, wie du richtig gesagt hast, interaktiv bearbeiten kannst. Was weiß ich, du hast eine To-Do-Widget und kannst dann irgendwelche To-Dos abhaken von Office 365. Oder eben du hast deinen Kalender als Widget oder du hast die Aktienkurse oder von deinem Monitoring-Programm, wenn man jetzt als Systemadministrator weiterdenkt, dann hast du vielleicht dein Monitoring auf dem Desktop in einem Widget und kriegst dann irgendwelche Alerts, wenn irgendwas ausfällt. Also da gibt es schon, aus meiner Sicht, gibt es dann schon ganz nette Use Cases für diese Widgets. Oder wie denkst du, Georg? Ja, kann schon geben. Und wer weiß, vielleicht wird es auch irgendwann mal ein QSU4U-Widget geben, wo ihr dann immer sehen könnt, wann der neueste Podcast online kommt. Man konnte ja bei Windows 7 RSS-Feeds importieren, also gab es ein RSS-Widget, da hätte man den Podcast damals importieren können. Also so Podcast-App wäre halt auch was, dass man sagt, okay, ich möchte einen Podcast hören und dann packe ich da meine Podcast-App da rein und dann suche ich mir irgendwas aus und dann kann ich das im Hintergrund laufen lassen, muss das nicht über einen Webbrowser machen und so. Gerade diese Podcast-Anbieter, die sich synchronisieren, die wären natürlich dafür optimal, ne? Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Gibt viele Leute, die finden das irgendwie nervig oder unnötig oder so.
aber ich bin da echt zuversichtlich. Ja, was kann man zum Design noch sagen? Es wird transparenter mal wieder. Das war ja auch bei Windows Vista, hat man das ja versucht. Da gab es ja auch dann dieses AeroPeak und so weiter, was ja wirklich sehr viel Leistung dem System abverlangt hat. Deswegen war ja Windows Vista auch so gehatet am Anfang. Und na gut, ist vielleicht heutzutage auch noch gehatet. Aber ja, grundsätzlich ist Transparenz jetzt nicht unbedingt so schlimm. Und wir haben abgerundete Ecken. Das ist, ja, weiß ich nicht. Der Trend war ja jetzt wieder vor ein paar Jahren hin zu den eckigen Ecken. Und jetzt werden die wieder abgerundet. Also ja, ich bin kein Designmensch. Ich verstehe das natürlich nicht. Aber irgendwas wird man sich dabei sicherlich gedacht haben. Ja, es muss halt neu ausschauen. Es ist halt auch wie bei Autos, da gibt es auch verschiedene Versionen, damit das gleiche Modell halt irgendwie frisch und neu ausschaut. Ja, also ich glaube, wenn die das. Ich meine, die machen dieses Rebranding ja nicht ohne Grund. Es ist ja im Prinzip eigentlich ein Funktionsupdate von Windows 10 mit sehr vielen Änderungen. Und deswegen machen die ja auch bewusst dieses Rebranding, damit die Leute halt denken, wow, hier neues Betriebssystem und so weiter. Und vielleicht, dass man. Apple zieht ja auch nach. Apple ist ja jetzt, glaube ich, auch bei macOS 11 oder 12. Und muss ich gerade mal googeln, nicht, dass ich da irgendeinen Schmarrn erzähle. Und vielleicht ist es da auch so ein bisschen Marketing mit, dass man sagt, hey, macOS ist jetzt auch in so einer Version und wir wollen da jetzt auch nachziehen. Ne? Also Catalina ist jetzt 10, 15. Ja, dass man halt sagt, hey, wir haben jetzt Windows 11. Ne? Und keine Ahnung. Also irgendwie, nee, Big Sur ist jetzt schon Versionsnummer 11. Also bin ich schon richtig, genau. Ja, Big Sur ist ja das aktuelle macOS 2020 erschienen. Ja, wie gesagt, also vielleicht steckt da auch so ein bisschen Marketing-Kalkül mit dahinter. Man weiß es nicht so genau. Und man möchte damit eben dann zeigen, hey, wir sind jetzt auch bei der Version 11. Ja, was gibt es dann noch? Wie gesagt, die Icons von der Taskbar befinden sich jetzt in der Mitte. Da muss man sich, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen, dass auch das Startmenü dann, also was davon übrig ist, dass es dann eben halt in der Mitte aufgeht und nicht mehr am Rand, wobei das kann man sicherlich alles einstellen. Genau, kann man einstellen. Das hat man von Linus Tech Tips, einem englischen YouTuber, gesehen, weil der hat das Kanadischen. Ist, glaube ich, Kanadischen. Kanada. Kanadier. Müsste Kanadier. Kanadier. Ah. Müsste ein Kanadier sein. Ich glaube, es ist ein Kanadier, ja. Ja, aber der hat sich vorher schon so eine Version geholt und hat man gesehen, man kann es auch wieder nach rechts, also nach links stellen, so wie man es gewohnt ist. Ja, der hat sich wahrscheinlich den Leak runtergeladen und genau, also das würde auf jeden Fall wieder gehen. Aber die Standardeinstellung ist halt einfach in der Mitte. Und was ich ganz nett finde, ist die volle Integration von Microsoft Teams. Also ich glaube, Skype ist damit jetzt endgültig gegessen. Also Skype wird keinen mehr interessieren dann mit Windows 11. Man muss halt mal gucken, was dann letztendlich mit dem Datenmüll passiert, was Microsoft damit macht, ob die es abdrehen, ob die es einfach migrieren oder keine Ahnung. Es gab ja schon für den Business-Bereich, gab es ja schon eine Bridge zwischen ja, Skype for Business und Teams, dass man dann trotzdem, wenn das eine Unternehmen Skype for Business hatte und das andere Unternehmen schon Teams, dass man sich untereinander zumindest irgendwie unterhalten konnte. Ob das dann auch bei Privat Skype irgendwie so gelöst wird oder ob man einfach sagt, irgendwann wird es abgeschalten, keine Ahnung, wird auf jeden Fall interessant. Aber das deutet ja dann auch darauf hin, dass Microsoft ja Teams auch für Privatleute, die nicht Office 365 haben, öffnen werden. Also so deute ich das zumindest. Und es sieht halt alles danach aus, dass so ein bisschen wie bei Apple, bei macOS mit FaceTime ist, dass du halt die Anrufe direkt in Windows drin hast. Du hast unten in der Taskleiste dein Icon, da klickst du drauf, dann hast du gleich deine Kontaktliste, kannst die Leute raussuchen, kannst die Leute anrufen, kannst mit den Leuten chatten. Und das ist halt schon, finde ich, einfach nur konsequent, dass Microsoft das so umsetzt. Also anders hätte ich es auch nicht gemacht an deren Stelle, weil letztendlich ist es ja ihr Produkt und warum sollen die das nicht richtig schön ins System einarbeiten
Und das ist halt auch ein Vorteil, wo ich dann auch wieder sagen muss, darüber verdient halt dann Microsoft Geld. Das ist ja auch das, was Apple immer oder was viele bei Apple so als Argument sagen. Es greift alles ineinander, es arbeitet alles miteinander und das hat Microsoft halt verstanden und das setzen die da auch um. Und was aus meiner Sicht noch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aus meiner Sicht noch ein großer Hammer war das Thema Android-Apps. Also, dass sich jetzt auch Windows 11 in Richtung Android-Apps öffnet. Und da muss man sagen, das ist halt auch wirklich wahrscheinlich nur möglich mit dem neuen, oder was ist neu, mit dem aktuellen CEO, mit dem Nadella, weil der hat halt gesagt, hey, wir wollen eine offene Plattform sein und dass man das mal von einem Microsoft-CEO hört, das ist auch eigentlich eher untypisch. Also ich glaube, unter Bill Gates oder Steve Ballmer wäre das nie passiert, dass sich Microsoft auch in Richtung, ich hatte es auch mal mit dem Tobi drüber, in Richtung Linux so öffnet und auch mit der Azure Cloud sagt, hey, wir haben kein Problem damit, auch mit anderen Clouds zusammenzuspielen und das macht halt jetzt Microsoft auch in dem Fall. Und öffnet sich Richtung Android-Apps und arbeitet sogar mit Amazon zusammen. Das heißt, die Apps, die werden nicht vom Google Play Store geladen, sondern vom Amazon Android App Play Store. Ja, hat auch so seine Tücken, sag ich mal, oder ist vielleicht jetzt auch nicht je für jedermann sympathisch. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass Google mit ja, mit Microsoft bei dieser Geschichte direkt zusammenarbeiten würde, weil die haben mit ihrem Chrome OS haben die ihr Konkurrenzprodukt und Microsoft geht da ja auch eher in die Richtung jetzt, dass sie sagen, hey, das Betriebssystem ist zwar schön und gut, aber alles ist irgendwie, findet im Browser statt, die Widgets, das wird ja auch dann alles aus dem Web kommen, das werden keine in C geschriebenen Widgets sein, schätze ich mal. Und also ich könnte mir vorstellen, dass das da vielleicht noch vieles nachkommt. Und ich finde den Weg, ehrlich gesagt, den besseren Weg, als sich da abzuschotten und zu sagen, hey, wir sind Microsoft, wir sind die, wir können alles. Und wenn jemand was will, dann soll er doch gefälligst auf unsere Plattform kommen und soll mit Azure arbeiten oder mit irgendwelchen Microsoft-Geschichten. Und da finde ich den Weg einfach smarter. Und die kriegen doch ihre Kunden. Also mit der Plattform von Office 365, da haben die so viele Kunden bekommen, die vorher nie monatlich an Microsoft bezahlt hätten. Die zahlen das jetzt und die zahlen gerne, weil Office 365 sehr gut funktioniert in weiten Teilen. Und das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Ja, was ich auch noch der Keynote entnehmen konnte, dass eben auch OneDrive besser integriert wird, dass man da schneller drauf zugreifen soll, ja, inwiefern das dann passiert, das weiß ich nicht, das wird man dann in der Zeit dann sehen. Das ist teilweise noch nicht so gut gelöst, finde ich. Also wie OneDrive synchronisiert, das ist manchmal eine Katastrophe, gerade bei größeren Dateien. Wir arbeiten ja hier auch sehr viel mit OneDrive und wenn wir dann so Videofiles mit teilweise 15 Gigabyte Größe haben oder noch größer, dann ist es teilweise echt nicht mehr performant und es funktioniert bei anderen Anbietern wesentlich besser als bei Microsofts OneDrive, muss man einfach sagen. Also da hat Microsoft auf jeden Fall noch Nachholbedarf und da bin ich auch mal gespannt, wie gut die das dann umsetzen werden. Ja, Thema Performance, da war auch noch die Rede davon, dass die Windows-Updates smarter werden. Das könnte aus meiner Sicht sehr zweischneidig werden. Vielleicht lassen die dann für Unternehmen noch weniger machen, was ich natürlich nicht gut finde, weil es ist mittlerweile mit Windows 10 schon schwierig für Unternehmen geworden, Windows-Updates zu kontrollieren, gezielt einzuspielen. Und Microsoft, gerade auch wenn man die Cloud-Anwendung nutzt, die holen sich halt einfach das aktuelle Update runter, da kannst du nichts machen. Und wenn du was machen willst, ist es ultra umständlich, da irgendwie das Update nochmal zurückzuhalten oder irgendwas. Also der Trend gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Aber ich befürchte halt, dass es kommen wird. Da kann ich auch noch einhaken, dass die Updates laut Microsoft auch um 40% kleiner Stimmt, werden ja. sollen. Wurde auch getönt. Muss man halt mal gucken, wie das dann in der Praxis aussieht. Die Erfahrung zeigt halt, also bei Windows 10 zum Beispiel waren die Updates am Anfang auch sehr schlank und es ging alles recht flott, aber dann mit der Zeit ist es halt trotzdem immer träger geworden und das System wird auch immer
wie sagt man, es bläht sich immer mehr auf durch die ganzen Updates. Muss man einfach mal gucken, ob die das wirklich in den Griff bekommen haben oder ob das halt einfach Marketing-Bla war. Keine Ahnung. Ja, was ich auch interessant fand, wir hatten ja mal vor ein paar Folgen über die Problematik bei Apple und deren App Store geredet und wie heißen die? Epic Games. Mit den 30%, die Apple da abrufen will. Microsoft sagt, Stand Keynote, wir wollen gar nichts. Wir sind froh, wenn ihr unseren Store benutzt und ihr könnt den benutzen und wir wollen gar nichts dafür haben. Und das ist halt schon eine Ansage, weil zum Beispiel auch Google für die ganzen Verkäufe in deren Play Store, ich meine, die nehmen auch 30%. Also das ist auch, würde ich mal sagen, Alleinstellungsmerkmal. Muss man mal gucken, wie lange Microsoft das macht. Ob die dann nicht irgendwann sagen, die Kosten und so weiter und oder ob sie sagen, hey, das ist halt einfach unser Alleinstellungsmerkmal von unserer Plattform. Hat für Privatanwender natürlich wieder Vorteile, weil das geht dann, um den Bogen vielleicht zu Linux ein bisschen zu bekommen, es geht ja auch wieder in Richtung Paketmanager bei Linux, dass man da halt einfach über den Paketmanager einfach seine Anwendungen updaten kann. Und dann hast du halt auch als Privatuser eine Art Patch-Management, was ich eigentlich nur begrüßen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass du halt deine ganzen Apps darüber installierst, deinen Firefox und was auch immer, was du halt brauchst und dann machst du das Update halt nicht mehr in jeder Anwendung einzeln, sondern du machst es einfach im App Store und hast dann deine Anwendungen relativ easy aktualisiert. Und es gibt ja auch mittlerweile, glaube ich, sogar über die PowerShell einen Paketmanager bei Windows 10. Genau, den haben sie jetzt auch letztens fertiggestellt, so viel ich gelesen habe. Ja. Okay, da hake ich dann nochmal kurz ein. Hak mal rein. Weil die Sache ist die, vor allem jetzt, weil du gemeint hast, ja, dass man das Ganze so ein bisschen als Paketmanager sieht, was ich halt mir dann absolut nett erhoffe, dass du dann trotzdem da auch wieder mehr nochmal goldener Käfig reinkommst, indem dann halt zum Beispiel Microsoft sagt, ja, okay, wir haben jetzt unseren Store, der ist gratis, warum willst du Software installieren, die halt eben nicht über außerhalb unseren Store kommt? Ja. Ja, okay. Die Gefahr besteht. Da sehe ich halt ein Problem drin. Ja, gut, für einen Klicky-Bundi-Anwender ist es klar schön. Aber wenn ich mir jetzt mal so überlege, da musst du ja eigentlich gar nicht mal irgendwie in den großen Hacker-Man rein. Allein wenn du schon mal einen Mod oder irgendwas installieren willst, hast du halt dann die Arschkarte gezogen. Ja, das könnte echt ein Problem sein. Vor allem dann, wenn man auch mal weiterdenkt im Firmenbereich. Ich kenne kaum Firmen, also größere Firmen, die zum Beispiel den Store erlauben, dass Anwender diesen Store benutzen können. Klar, weil du möchtest als Admin natürlich nicht, dass irgendwie der Anwender irgendwelche Programme nachinstalliert, weil du musst dich ja heutzutage dank DSGVO und so weiter oder auch Security musst du dich ja dann darum kümmern, die Daten auflisten, die diese Anwendungen sammeln, du musst ja ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen und wie sollst du das machen, wenn der Anwender sich einfach irgendwas installieren kann und du weißt gar nicht, was die App eigentlich macht und so weiter. Und deswegen möchte man das nicht und vor allem möchte man die Umgebung ja einheitlich halten und jede App ist eine Angriffsfläche, potenziell zumindest. Und das sind so die Gründe, wenn ich jetzt einen Anwender erklären müsste, warum er keine Anwendung installieren darf. So, und da kommt jetzt eine Problematik mit rein, dass es dann vielleicht auch nicht mehr möglich ist, so ohne weiteres mit einer Drittanbieter-Softwareverteilung auf Geräte irgendwelche Anwendungen zu deployen. Dass du dann gezwungen bist von Microsoft, wie heißt das Ding, System Center, glaube ich, oder Microsoft hat da eine eigene Softwareverteilung, dass du halt die verwenden musst und halt kein, was weiß ich, Paramundi oder kein Micro Focus Zenworks oder so weiter verwenden mehr darfst. Oder die verwenden eine API von Microsofts Geschichte. Und das wird halt dann echt bitter. Also wenn Microsoft sich da immer weiter zudengelt, dann sind wir halt eben nicht bei dem Open Plattform, was Nadella da gesagt hat, sondern dann sind wir halt wieder auf dieser Insel und der goldene Käfig ist nicht weit und man kann sich dann mit Apple schon fast die Hand reichen und das ist halt dann auch nicht das, was ich eigentlich haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Aber an sich finde ich das schon mal interessant und gut. Kommt halt jetzt drauf an, was Microsoft draus macht. Das ist halt eben der Punkt.
Gut, was habe ich noch hier auf meiner Notizliste? Während du da nochmal überlegst, vielleicht mit den Android-Apps finde ich eigentlich eine coole Sache. Nicht nur, dass du dann die ganze Sache so ein bisschen diversieren kannst, also dass du sagen kannst, okay, machen wir jetzt keine Ahnung, was wir jetzt die letzten, dieses Jahr zum Beispiel so Zeug wie Genshin Impact oder was, das ist ja, war ja der heiße Scheiß. Und es ist ja, soweit ich weiß, nur ein Mobile Game und nicht also auf dem PC zu laufen. Dass du halt zum Beispiel sowas ein bisschen mehr öffnest, was aber auch cool ist für Entwickler von dem ganzen Zeug. Du musst das Zeug nicht mehr unbedingt auch, also nicht unbedingt so wahnsinnig testen oder irgendwelche Emulatoren, sondern kannst halt theoretisch direkt darauf testen. Na gut, du musst klar immer noch auf ein paar Devices testen, dass es halt da vernünftig läuft. Aber für so einen ersten Grobtest oder sowas, ob die halt eben nicht die komplette App auseinanderfliegt nach dem Kompilieren, ist das, denke ich, eine ganz coole Sache. Ja, genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das Thema Gaming-Performance soll angeblich auch verbessert werden. Da gibt es ja auch zum Beispiel jetzt schon so einen Game-Mode und so weiter, der bei manchen Leuten aber eher dafür sorgt, dass die Spiele überhaupt nicht mehr gehen. Dann auch das Thema HDR war ja auch groß mit gezeigt und muss man auch sagen, da hat Microsoft auch ein bisschen à la Apple sehr dick aufgetragen. Die haben dann halt zwei Bilder gezeigt, einmal mit HDR, einmal ohne, wo man halt denkt, okay, was ist das für ein Shit-Bild bei ohne HDR? Und man muss auch dazu sagen, richtiges HDR siehst du halt auch erst mit den aktuellen Monitoren, wenn dein Monitor halt auch HDR unterstützt und halt auch dieses neue HDR unterstützt. Und ja, aber man kann es optional dann aktivieren, dass man in-game dann eben HDR nutzen kann. Muss man halt einfach mal gucken, wenn das Spiel halt schlechter aussieht als davor, dann muss man es halt wieder deaktivieren. Oder wenn es halt ja nicht mehr spielbar ist, weil die Performance so dermaßen in den Keller geht. Das muss man halt einfach mal sehen. Ja, dann hat Microsoft noch so ein bisschen nachgebessert bei den Touch- und Pen-Eingaben, jetzt eher so Richtung Surface und Tablets. Da gibt es dann auch, was ich ein bisschen weird fand, so ein Vibrationsfeedback beim Stift, wenn du da irgendwie was zeichnest. Kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen. Also dieses haptische Feedback soll dann vorhanden sein. Kann natürlich sein, dass es sich vielleicht angenehmer oder natürlicher dadurch anfühlt, aber Vibration klingt erstmal ein bisschen brachial, wenn du Also, eine gerade Linie zeichnen willst und dann auf einmal der Stift so, wollte gerade sagen, das ist ich ein habe bisschen ja eine schwierig. Zeit lang Surface mir also gehalten und Gehalten, wie so ein Tier in so einem Käfig. ich würde mir auch, wenn die Dinger nicht so arschteuer wären, denke ich, wieder eins kaufen. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der große Microsoft-Fan bin, aber das ist halt ein Die haben cooles Stück einiges Hardware. richtig gemacht, ja. Also zumindest bei dem Ding haben sie einiges richtig gemacht. Ja. Aber also eine Vibrationsfunktion am Stift, also ich weiß nicht. Ja, es klingt erstmal ein bisschen Also weird. es klingt sehr, sehr strange. Also Ja, genau. Aber wie gesagt, ja. Ich weiß nicht, was wir damit bezwecken wollen, ob das dann natürlicher, also ob du da irgendwie so ein. Aber eigentlich ist ja der natürlichere Schreiben, dass du eher einen Widerstand auf dem, also auf dem Objekt hast. Ja, aber wie willst du, ja, vielleicht durch die Vibration, dass du dann halt denkst, du hast einen Widerstand. Muss man, denke ich, mal in die Hand nehmen, Genau, aber das das muss ist, man denke ich, was, fühlen. also da bin ich, wie würde der Amis sagen, on the fence about. Also Ja, das ist. nee, also da, aber ich wollte es mal mit erwähnen, mal gucken, was da kommt. Ihr könnt ja mal drauf achten, wenn ihr dann ein Surface mit Windows 11 dann mal in der Hand habt und dann mal mit der Stifteingabe mal ein bisschen rumspielen. Das könnte echt interessant werden. Könnte mal einer der wenigen Gründe sein, warum ich mal wieder zu so einem Elektromarodeur in den Laden gehen könnte. Zum Schweinemarkt sozusagen. Zum Beispiel. Genau. Oder zum Satelliten, wie man es in der letzten Wollte gerade Folge sagen, je getauft nachdem, haben. welcher Markt da in der Nähe Genau. beziehungsweise so ein Gerät hat. Jo, genau. Ach ja, die Spracheingabe soll wohl auch ein bisschen verbessert sein, auch im Hinblick auf automatische Satzzeichensetzung. Lustigerweise von Cortana war gar nicht mehr die Rede, also irgendwie ist es scheinbar. Da habe ich was gelesen. Cortana ist tot. Also die gibt es in Windows Ja, 11 nicht gut. mehr.
Ja, genau. Also Cortana wird wahrscheinlich, zum Glück, wird Cortana beerdigt werden. Naja, es ist schwierig. Also es war irgendwie abzusehen, dass mit Cortana, dass man da wohl nicht mehr so den besten Wurf machen wird. Und irgendwie, es gab ja auch nur ganz wenige Hardware-Geräte für Cortana. Ich meine, für die anderen Speaker jetzt von Google oder Amazon, da gab es ja auch diverse Drittanbieter, die diese Dienste einfach eingebaut haben. Aber bei Microsoft ist es halt kaum passiert. Da gab es so ein paar chinesische Geräte. Ich glaube, so ein Küchenradio gab es mit Cortana-Integration und so weiter. Aber so wirklich was passiert ist da nicht. Wobei die Spracherkennung von Cortana wirklich gut ist. Also das muss man mal betonen. Amazon ist auch okay alles, aber die von Microsoft, die ist wirklich nicht schlecht. Aber bringt halt nichts, wenn es nicht genutzt wird. Das ist halt so. Das ist wie mit WhatsApp. Wenn halt alle WhatsApp nutzen und es gibt einen besseren Dienst und den nutzt halt keiner, ist halt auch blöd. Aber gut, wir werden sehen. Was auch noch interessant wird, in der nächsten Woche wird ein frühes Bild von der Windows 11-Version im Insider-Programm verfügbar sein. Also wenn ihr Insider seid bei Microsoft im Insider-Programm, da kann man sich einfach normal registrieren und so muss ein paar Fragen beantworten und seine Seele an Microsoft verkaufen. Und dann kann man da eben Vorab-Versionen von Windows bekommen und da kann man sich das angucken. Wahrscheinlich wird es noch im Herbst kommen. Das ist auch interessant. Und die Hardware-Anforderungen, die sind auch schon durchgesickert. Es sieht wohl so aus, dass die auf den ersten Blick sind die jetzt relativ gering. Also sie sagen, okay, du brauchst halt 1 Gigahertz oder schneller oder mit zwei Kernen kompatibel sollte das Ding auf jeden Fall mit 64-Bit sein, was ja auch darauf hindeutet, dass wohl 32-Bit bei Microsoft Windows 11 keine Relevanz mehr sein wird, was ich auch logisch finde, weil 32-Bit, Wollte wer gerade nutzt es noch? sagen, wann hast du mal einen 32-Bit-Prozessor noch irgendwo im Einsatz, der jetzt wirklich Ja. also auf einem Blech läuft, von Also dem was du man, noch nutzen möchtest, wollte sag gerade das mal sagen, von so. dem sich noch reden lässt und was jetzt nicht gerade irgendwie so ein Ein-Platinen-Computer oder Ja. irgendwie ein Mikrocontroller ist. Da wird es vielleicht auch nochmal interessant. Microsoft arbeitet jetzt auch an der ARM-Unterstützung oder Emulation also dass du mit dem Windows 10 oder Windows 11 ARM dann eben auch x86 Apps laufen lassen kannst und so. Also das könnte nochmal interessant werden. 64 Gig RAM, Quatsch, Festplattenspeicher. Ah, das wäre schon eine heftige Das Anforderung. wäre eine heftige. Nee, wir reden von 4 Das Gigabyte wäre RAM. interessant. Ich glaube, da könntest du so einen Cortana-Sprachprozessor dann bei dir lokal auf dem Blech laufen lassen. Genau. Nee, also 4 Gigabyte RAM und 64 Gigabyte HDD, besser natürlich SSD. Dann solltest du UEFI und Secure Boot haben. Das ist auch so ein Ding. Habe ich bei mir aktuell noch deaktiviert. Ich könnte es hier mit meiner Kiste. Und du musst vor allem den TPM, also diesen Trusted Platform Module Chip, der muss aktiviert sein und mindestens Version 2 haben. Könnte auch nochmal interessant werden, weil viele haben das nicht im Einsatz oder haben das gar nicht. Und du solltest auf jeden Fall eine kompatible eine Grafikkarte haben, die kompatibel mit DirectX 12 ist. Oder höher mit einem WDDM 2.0 Treiber. Beim Display mindestens 720p. Ich hoffe mal nicht, dass es noch Leute gibt, die eine geringere Auflösung haben. Und was auch ganz interessant ist, dieses Thema mit dem, also Microsoft hat ja jetzt bei Windows 10 bei der Installation sehr darauf gedrungen, dass du ein Online-Konto verwendest. Da haben sie so ein bisschen auf das Feedback der Leute gehört. Das wird jetzt nicht mehr erforderlich sein. Oder wird jetzt nicht mehr so sein, dass du mit Tricks arbeiten musst, dass du ein Offline-Konto erstellen kannst. Also bisher war es so, zum Beispiel bei den letzten Builds von Windows 10, wenn du das installiert hattest, dann musstest du den Netzwerkstecker ziehen und das WLAN trennen und dann konntest du nur ein lokales Konto anlegen. Ansonsten hat er dich erstmal immer nur mit online mit der Cloud verbinden lassen. Und da ist Microsoft zurückgerudert, was ich wirklich sinnvoll finde, weil viele Leute haben sich darüber aufgeregt und ich auch,
Weil es gibt halt eben Bereiche, da möchtest du das eben nicht haben. Und dann ist es nervig. Allerdings bei Windows 11 Home Edition, da kommt es wieder, da wird es wohl Pflicht bleiben, dieses ganze Thema. Tja. Ja, was haben wir denn noch so? Thema Updates haben wir ja angesprochen. Was man Und vielleicht auch anmerken kann, dass Windows 10 laut Microsoft nur noch bis 2025 unterstützt wird. Also Microsoft drückt da schon oder drängt da besser gesagt schon drauf, dass man zügig eigentlich updatet. ja, ich sag mal so, wenn es die gleiche Baustelle ist wie bei dem ja, bei diesen halbjährlichen Feature-Upgrades, dann wird es ja kein Problem sein, sag ich mal jetzt so aus dem Bauch raus. Also ich meine, klar, die Geschichte mit UEFI-BIOS und so weiter oder auch mit dem TPM, das könnte vielleicht ein Problem werden, aber die anderen Sachen, die sind alle erfüllbar, wo ich dann sage, das ist alles kein Problem. Bei Notebooks ist es mit dem TPM auch wieder nicht so schlimm, und wenn Firmen zum Beispiel BitLocker einsetzen, dann haben die sowieso meistens auch den TPM mit drin, weil dann funktioniert eben der BitLocker, ohne dass du davor ein Passwort eingeben musst oder eine PIN, wenn der Rechner hochfährt. Und ja, ich denke mal, dass es das schon machbar ist, aber natürlich wieder mehr Aufwand. Also man sollte das auf jeden Fall mal projektmäßig einplanen, dass man da die Rechner dann upgraden muss. Aber du hast ja auch, wenn du jetzt nicht gerade die LTS-Variante von Windows 10 hast, dann hast du ja auch regelmäßige Feature-Upgrades, die du da machen musst. Also so ein Feature-Upgrade kannst du ja auch nur eine gewisse Zeit rauszögern, bis du dann halt keine Sicherheitsupdates mehr bekommst für dein Windows 10. Also von daher, ja, halte ich das trotzdem für machbar. Gut, ja, im Großen und Ganzen sieht ganz nett aus. Ich werde mir das nochmal in der VM mal installieren und werde da ein bisschen rumklicken und machen tun über die Insider-Preview dann, wenn die rauskommt, oder die ist ja jetzt raus. Ja, und dann gucken wir mal, was vielleicht noch dazu kommt oder was vielleicht noch geändert wird. Grundsätzlich aber glaube ich schon, dass es ein solides System ist, bin ich ganz ehrlich. Und so eine Sache wie die Widgets oder mit Teams, mit der Teams-Integration, das finde ich einfach nur logisch, dass Microsoft diesen Weg geht. Bin ich ganz ehrlich. Gut. Dann würde ich sagen, außer ihr habt noch irgendwas zum Thema Windows 11. Aber ich glaube, es ist alles gesagt. Ich glaube, größtenteils ja. Es gibt noch so kleinere Sachen, aber. Ja, was hast du denn noch? Was hast du denn noch? Nee, es gab noch irgendwie die Sache, das haben sich auch von der Xbox abgeschaut, dass es da eine spezielle API für Grafikkarten geben wird, dass man bestimmte Sachen direkt in die Grafikkarte laden kann. Ach stimmt, ja, das stimmt. Das war auch noch so ein Thema, dieser Direct Storage. Und wir haben das Thema Xbox noch gar nicht angesprochen. Das Genau, war der ja auch Game noch Pass. genau der Game Pass, wo du dann so eine Flatrate hast, wie eben auch bei EA schon bisher. Und das sind auch einige Hochkaräter mit dabei bei den Games. Also das könnte nochmal interessant werden. Und da gibt es ja aktuell auch einen sehr aggressiven Markt mit Epic oder mit Steam auch oder mit EA. Also da ist wirklich Bewegung im Markt, und da möchte halt Microsoft scheinbar jetzt auch rein. Und es könnte trotzdem ja attraktiv werden dann, dass man sich, wenn man vielleicht auch eine Xbox hat, dass man dann halt eben auf dem PC dann problemlos auch seine Spiele Flatrate dann eben da auch nutzen kann. Und das könnte wirklich interessant werden. Also ich glaube, da hat Microsoft bei einigen Gamern vielleicht auch einen Stein im Brett. Vielleicht. Wir werden es sehen. Da ist auch das Interessante beim Game Pass, das sind auch einige alte Xbox-Spiele mit dabei, die man jetzt auch so mit diesem Game Pass auch auf Windows spielen kann. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, alle neueren Spiele für die Xbox kann man auch auf Windows spielen. Ja gut, das war ja eigentlich für die One auch schon angekündigt, dass man da mehr Integration machen wollte. Aber das, soweit ich mich erinnern kann, war es ja dann auch nur für ein paar Titel. Ja, wir werden sehen. Ich bin
Ich bin gespannt, ich werde testen und wir werden hier berichten. Und vielleicht ist es ja auch alles kein Thema. Und nächstes Jahr um die Zeit hat jeder von uns Windows 11 und ist glücklich und sagt, hey, Top-Betriebssystem. Was mir so ein bisschen noch gefehlt hat, ist so das Thema Business. Aber da kommt vielleicht noch was, das sickert vielleicht noch was durch oder vielleicht hat sich da auch gar nichts geändert. Kann natürlich auch sein. Wenn die Privatkunden da einfach upgraden können, gehe ich mal davon aus, dass auch die Businesskunden da relativ easy upgraden können. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel ein Windows 7 Activation Key auch bei Windows 11 funktioniert hat. Also ich warte nur drauf, bis die Aktivierung mal komplett wegfliegt. Also ich fände es auch sinnvoll, wenn Microsoft zum Beispiel sagen würde, Windows 11 Home wird generell kostenlos, weil als Privatuser, warum sollst du dafür Geld bezahlen? Microsoft verdient mit den Plattformen ihr Geld und ja, dann lässt man die User kostenlos in dieses Ökosystem und dann hat man vielleicht was davon, weil der User noch irgendwas konsumiert aus entweder über Xbox oder eben halt auch Office 365 für Home oder so. Ich glaube, da ist mehr gewonnen und man hat vielleicht noch Leute auf der Plattform, die vielleicht sonst Linux genutzt hätten. Keine Ahnung. Ist zwar sehr exotisch, aber es könnte vielleicht Was mir passieren. da jetzt noch einfällt mit bisschen mehr Geld, eventuell auch noch OneNote-Speicher, Genau. zusätzliche Einnahmen. Genau. Ja, mal Also. schauen, wenn ich vielleicht mal irgendwann mal Bock dazu entwickle, hole ich mir so ein Ding vielleicht einmal auf ein virtuelles Blech, aber schauen wir mal, eigentlich habe ich keinen großen Trieb mehr auf Windows zurückzugehen. Ja gut. Ja, das ist halt, muss man mal gucken. Aber bei dir ist ja auch, sag ich mal, die Ausnahme. Du bist ja jetzt nicht die Regel, weil du nutzt ja auch ja, im Geschäftsumfeld Linux hauptsächlich und du bist da ganz anders im Ökosystem drin und hast dir da ja auch schon deine Alternativen gesucht für deine, sag mal, Use Cases, die du halt unter Windows hattest. Die hast du dir ja dann versucht auf Linux abzubilden und hast es ja auch geschafft. Und den Weg muss man halt auch erstmal gehen wollen, weil das ist halt auch unter Umständen steinig und schwer, sag ich mal. Gut, was unter Umständen auch steinig und schwer sein kann, ist irgendwie so einen Vertriebler loszuwerden, wenn er vor der Haustür steht. Manche reden da auch schon von aggressivem Marketing und das Ganze soll halt jetzt auch lustigerweise im Bereich Glasfaserausbau stattfinden, was ja eigentlich, also Glasfaserausbau ist ja erstmal sehr positiv, das möchte ja eigentlich jeder haben, der sich ein bisschen mit dem Internet beschäftigt und die Grünen sollten das eigentlich auch haben wollen, weil die Glasfaser halt, was jetzt Energieverbrauch angeht und so weiter, wesentlich weniger Energie braucht als Kupferverkabelung. Aber was passiert denn da eigentlich? Ja, also so wie es hier aussieht, ist es wohl in Rheinland-Pfalz vorgekommen, dass wohl eben mit diesem deutschen Glasfaserausbau sich manche Leute beschwert haben, dass doch die Vertriebler ein bisschen aggressiv gewesen wären. Also zumindest, also unheimlich aggressiv eher versucht haben, halt möglichst da einen Vertrag bzw. halt einen Anschluss aufzudrücken. Inwiefern das jetzt stimmt oder nicht, also hier in dem Artikel steht auch, dass dem Redakteur jetzt nicht groß da was aufgedrückt wurde. Also ich kann ja mal erzählen, ich hatte mal so ein paar Vodafone-Leute hier, aber das war jetzt weniger mit Glasfaser. Die gingen mir dann schon mal ein bisschen auf den Keks. Aber Herrgott, also ich weiß nicht, warum er sich da beschwert hat und ich sage jetzt mal, der generische Fernmeldevertriebler ist doch durchaus eine eher nervige Zeitgenosse, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Es sei denn, du rufst wirklich bei denen an und willst was von denen, dann sind sie entweder nie zu sprechen oder drehen dir dann nochmal einen Monat länger für billiger an, wenn du drohst zu kündigen. Ja, also wie gesagt, da müssen sich wohl ein bisschen Leute da aufgeschwatzt gefühlt haben. Also sagen wir mal so, ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich, Nee, aber. nee. Vor allem, was mir halt auffällt, oder was halt nicht mir auffällt, aber was man öfters hört, ist so das Thema, dass Leute halt sagen, sie kommen zum Beispiel von Vodafone.
Dabei sind es eigentlich eher so freie Vertriebspartner, also gar keine Vodafone-Mitarbeiter direkt, sondern das ist einfach irgendwie jemand, der sich beim Partnerprogramm von Vodafone angemeldet hat und dann im Namen von Vodafone, was natürlich auch nicht legal ist, also Vodafone reagiert da auch sehr harsch gegen sowas oder geht gegen sowas vor. Aber wie gesagt, dass die dann eben darüber versuchen, den Eindruck zu erwecken, hey, ich bin offizieller Vodafone-Mitarbeiter und das ist natürlich auch nicht richtig. Und dann ist eher noch das andere Thema, dass halt vieles auch als Glasfaser bezeichnet wird, was gar keine Glasfaser ist. Also bei uns war jetzt hier auch jemand, der versucht hat, eine Glasfaser anzudrehen, obwohl es in Wirklichkeit eigentlich ein Kupferkabel ist und nur dahinter eine Glasfaser hängt, hinter dem D-Slam, was natürlich in Wirklichkeit kein Glasfaseranschluss ist. Und das ist halt auch was ich nicht gerade so prickelnd finde, aber das checkt halt auch nicht jeder, ne? Also ITler würde dann vielleicht kritisch nachfragen, aber ein anderer würde vielleicht darauf hereinfallen und würde denken, hey, ich habe jetzt hier Glasfaser. Ja. Ja gut, dazu, also was ich jetzt so in meinem Netzwerktechnik mitbekommen habe, noch in der Berufsschule, wird ja eben halt eben bis zum D-Slam ja immer noch als Glasfaser bezeichnet. Wobei eine echte Glasfaser ist ja eigentlich nur Fiber to the Home. Ja, oder Fiber to the Building gibt es auch noch, ne? Also, ja, also ich gehe jetzt halt mal davon aus, dass halt eben die Glasfaser bis im Keller, ob jetzt Mietsblock, Bürogebäude oder eben Einfamilienhaus ist. Ja. Sei jetzt mal dahingestellt, also dass halt eben wieder das Kabel bei dir im Keller liegt und eben halt nicht die letzte Meile dann noch. Natürlich ist es dann auch irgendwo schneller, weil halt eben nur noch diese Meile Kupfer genutzt werden kann, aber du kannst halt nicht alles rausholen. Die andere Frage ist, weil ich mir auch gerade hier angeguckt habe, inwiefern die Geschwindigkeiten für einen normalen Nutzer überhaupt relevant sind. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie eine vierköpfige Familie hast, mit wo jeder streamt und dann irgendwie noch die zwei Eheleute von daheim aus arbeiten, dann lohnt sich sowas natürlich. Und was ich auch noch gerade sehe, dass sich wohl da Leute beschwert haben, dass es wohl teilweise günstigere Tarife denen versprochen wurden, als sie dann schlussendlich waren. Ja. Ja, das ist halt dieses Thema mit diesen freien Vertriebsleuten, die sich da, die natürlich dann auch versuchen, die Leute in irgendwelche teuren Tarife zu locken, weil die Provision natürlich dann sehr hoch ist. Also ist schwierig, was auch schade, dass David heute nicht dabei ist, was auch lustig ist, ist so die Geschichte mit Davids Weg zur Glasfaser, der hat auch die Möglichkeit jetzt an seinem neuen Wohnort mit der deutschen Glasfaser da eine Zusammenarbeit zu wagen. Das kann er ja mal in einer anderen Folge erzählen, was da schon alles vorgefallen ist. Long story short, im Moment sieht es so aus, dass er sich jetzt erst nochmal einen Telekom-Anschluss holt, so lange, bis es dann vielleicht in einem Jahr irgendwann mal geklärt ist und er dann eine Glasfaser bekommt. Aber die Details, die kann er ja mal in einer extra Folge dann oder in einer anderen Folge, wenn er mal da ist, selbst erzählen. Das wird wohl auch nochmal interessant, bis der dann wirklich mal zu der Glasfaser kommt. Und es war wohl auch nicht so einfach, weil das Haus ist neu gebaut worden. Dort hat die Telekom eine Kupferleitung reingebaut, was ja auch schon wieder so ein Ding ist, wo ich sage, warum wird denn bei einem neuen Haus noch eine Kupferleitung reingelegt? Naja, letztendlich hat die Telekom die reingelegt und er wollte eigentlich zu O2 Business gehen. Wie ich jetzt, ich bin ja auch aktuell bei Telefonica Business und muss dazu sagen, bin sehr zufrieden. Und er wollte das auch machen, weil er da halt diverse Vorteile hätte. Und das ging aber nicht, weil wenn du das Haus gebaut hast und bist dann bei der Telekom, weil du da den Anschluss reinlegen hast lassen, dann bindest du dich erstmal für 2 Jahre. In den 2 Jahren kann, egal auch wenn es ein Mieter ist, kann der nicht wechseln zu einem anderen Anbieter. Dann hätte er sich das Kupferkabel von O2 reinlegen lassen müssen oder von Vodafone oder so. Und dann hätte er wechseln können. Aber jetzt ist es halt so, er muss jetzt auch Telekom nehmen, ob er will oder nicht, weil die Hausbesitzer diesen Anschluss von der Telekom damals in Betrieb nehmen haben lassen. Also das sind alles so Geschichten, wo ich eigentlich mal gedacht habe, wir sind hier mittlerweile so weit, dass man eigentlich nehmen kann, was man möchte. Aber nee, das ist leider immer noch nicht so. Und ich bin mal gespannt, wann er dann endlich mal Glasfaser hat.
Ja, wer auch manchmal etwas aggressiv unterwegs war oder sehr fragwürdig, das war ja, und da liegt jetzt wirklich die Betonung auf John McAfee, das war ja der Gründer und Erfinder sozusagen des Antivirus mit, also mit McAfee kennt man ja seiner Firma, und der ist wohl jetzt in einem spanischen Gefängnis verstorben. Und man geht von einem Suizid aus. Der ist ja mehrfacher Millionär und ja, 75 Jahre ist er geworden. Und ja, McAfee hat natürlich polarisiert, wenn ich mir überlege, so was in den letzten Jahren da abgegangen ist. Er hat ja dann auch wohl ein bisschen Problem mit Kokain gehabt und mit Alkohol. Dann gab es ja auch mal so ein lustiges Video, das haben wir ja auch schon mal zitiert, in einem Tutorial, wie man McAfee deinstalliert als Virenschutz. Und da hat er sich ja dann auch in dem Video mit seiner Prostituierten gezeigt und mit Koks, wovon ich mal ausgehe, dass es kein echtes war, aber fürs Video soll das so aussehen. Dann hat er auch ein bisschen Problem mit illegalen Waffen gehabt. Also da gab es wohl dann auch mal eine Hausdurchsuchung. Also ganz wild. Und was so dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat, war dann 2012, war das, glaube ich, wo er vor der Polizei geflohen ist durch den Urwald, weil er wohl seinen Nachbarn erschossen haben soll. Und Was aber sich nicht erhärtet hat. genau, aber das war halt auch so eine Geschichte. Und also auf jeden Fall, McAfee ist auf jeden Fall jemand, der sehr polarisiert. Und was halt auch so, sag ich mal, in die Geschichtsbücher eingehen wird, ist seine mobile Virenbekämpfungseinheit. Da hat er ein Wohnmobil umgebaut und mit Computern vollgestopft und ist dann eben zu irgendwelchen potenziellen Kunden gefahren und hat gesagt: Hier, ich mach mal hier so auf Ghostbusters, ich kümmere mich da mal um eure Viren. Das ist auch, sag ich mal, sehr spannend, was damals da passiert ist. Aber gut, wie gesagt, John McAfee jetzt mittlerweile von uns gegangen und war somit der Pionier unter den Antivirus-Leuten, sag ich mal. Und war auch eine sehr, sehr spezielle Persönlichkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Was man da auch noch dazu sagen kann als Hintergrundinfo, weil der hat jetzt nicht aus, also man vermutet jetzt nicht aus heiterem Himmel, dass er Suizid begangen hat, sondern zuvor, also gestern von uns aus, hat es geheißen, dass die spanische Regierung einen Antrag der USA zugestimmt hat, ihn auszuliefern wegen Steuerhinterziehung. Ja. Und deshalb gehen die Behörden aus, dass es wahrscheinlich Suizid war. Also ja, man muss dazu sagen, der hätte ja dann auch eine ziemlich lange Haftstrafe bekommen und so weiter. Also das wäre wahrscheinlich für ihn nicht so angenehm ausgegangen und in seinem Alter. Und ich meine, wenn du mehrere Millionen auf der hohen Kante hat, wobei man nicht mehr weiß, ob der jetzt wirklich noch so viel auf der hohen Kante hat, aber dann willst du natürlich auch einen gewissen Standard haben. Und ja, schwierige Sache auf jeden Fall. Naja, ja, John McAfee, wie komme ich jetzt dazu? Ach ja, es gibt noch eine sehr interessante Dokumentation vom ZDF, verlinke ich euch mal in den Shownotes. Die heißt Das bizarre Leben des Software-Millionärs. Und die ist, wie gesagt, in der ZDF-Mediathek zu finden. Und ZDF-Mediathek ist ein ganz gutes Stichwort. Denn da wird es jetzt eine Kooperation zwischen ARD und ZDF geben, das glaubt man kaum, zwischen den Mediatheken. Man soll jetzt untereinander scheinbar Programmangebote finden. Also wenn man jetzt irgendwie einen Beitrag bei ZDF sucht, der eigentlich bei der ARD läuft, sieht man den und umgekehrt genau das Gleiche. Technisch gesehen sollen wohl beide Angebote bereits aus dem Rechenzentrum in Mainz kommen. Was auch interessant ist, dass da ja das ZDF keine Public Cloud dafür nutzt, sondern eigenes Rechenzentrum betreibt. Auch interessant. Und ich finde es auch, also ich fand es von Anfang an ein bisschen komisch, dass jeder Sender so seine eigene Plattform aufgebaut hat. Und warum man nicht gesagt hat, es gibt ein öffentlich-rechtliches Netflix, sage ich jetzt mal. Und
da laufen dann alle Programme und da kann man sich alles angucken und nicht jeder macht so sein eigenes Süppchen. Aber gut, das ist wahrscheinlich mein Wunschdenken mal wieder. Ja, aber ich glaube, da gab es auch am Anfang ein rechtliches Problem, weil da mussten es doch am Anfang das umstellen auf die Systemzeit, weil irgendwie dann die privaten Medienhäuser dann gesagt haben, ey, wir fühlen uns da ein bisschen benachteiligt. Die mussten, glaube ich, auch Beiträge, also dass Beiträge ablaufen dann irgendwie. Also da gab es jede Menge Geschichten, die aus meiner Sicht halt völlig blödsinnig sind. Aus meiner Sicht hätte man das alles in eine Mediathek integrieren können und dann wäre das vielleicht auch kostentechnisch neutraler. Ich meine, ist es ja schon mal ganz gut, dass jetzt nicht in Mainz ein Rechenzentrum betrieben wird und ich weiß nicht, wo die ARD hauptsächlich sitzt, ob die in Berlin sitzen oder keine Ahnung. Und dann da auch nochmal ein eigenes Rechenzentrum und dann, was weiß ich, der BR betreibt in München nochmal, das ist ja so, also der BR zum Beispiel, der betreibt in München sein eigenes Rechenzentrum und hat da auch wieder seine eigene Mediathek und also alles ganz wild. Das hätte man vielleicht schon irgendwie vereinheitlichen können. Naja, vielleicht gehen die ja dann später alle zusammen zu Gaia X. Das wär auch eine Idee, dass man dann sagt, okay, wenn es dann die deutsche oder europäische Public Cloud gibt, dann gehen diese ganzen Öffentlich-Rechtlichen dann eben in diese Public Cloud. Aber ja, ich bin da immer so ein bisschen, ich denke da halt immer an unsere Gelder, die wir da reinstecken und die werden da jetzt verpulvert für solche Systeme und jeder baut da was Eigenes auf. Ich weiß nicht. Ja, das aber immer sehr zwiegespalten. Aber so wie sich das gelesen hat, also die haben ja auch in den Artikel rein oder in die Pressemitteilung reingeschrieben, dass sie auch offen für andere Medienteilnehmer sind. Also ich denke schon, dass es so langsam in diese Richtung gehen wird, dass wir da irgendwann mal, wie du schon gesagt hast oder vorgeschlagen, dass wir dann alle Öffentlich-Rechtlichen auf einer Plattform dann haben. Ja. Ja, es ist halt jetzt jahrelang, es ist parallel betrieben worden, das sind ja auch unsere Gelder, wobei, wie man ja mittlerweile weiß, dass die ganzen GEZ-Gelder oder diese ganzen Rundfunkgebühren, die gehen ja hauptsächlich jetzt in die Pensionszahlungen von den ehemaligen Mitarbeitern und das macht den Hauptteil aus und das Wenigste geht wirklich in die Erstellung von journalistischen Inhalten und von Programm und von daher sind wahrscheinlich die Rechenzentrumskosten sind wahrscheinlich Peanuts im Vergleich zu dem, was da verpulvert wird durch die ganzen Pensionszahlungen. Und das ist halt nochmal eine andere Geschichte. Ja, wird interessant, aber allgemein wird es interessant jetzt auch mit den Wahlen, weil es gibt ja einige Parteien, die zum Beispiel auch eine Reform fordern bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch wenn das wahrscheinlich nicht so einfach ist, aber aus meiner Sicht vielleicht schon notwendig ist, dass man da mal genauer drauf guckt und letztendlich ist es ja unser Geld, was da verpulvert wird und das Programm wird immer schlechter, muss man ganz klar sagen. Also aus meiner Sicht wird es immer schlechter, weil immer mehr Inhalte einfach gestrichen werden, die zum Beispiel einen journalistischen Hintergrund haben. Wenn man jetzt einfach mal nur unsere Filterbubble anguckt, die Öffentlich-Rechtlichen, die hatten zu meiner Schulzeit hatten die 3 bis 4 Sendungen, die sich mit dem Bereich IT und Computer auseinandergesetzt haben und Technik. Mittlerweile sind alle Sendungen abgesetzt worden, die laufen mittlerweile nicht mehr und dafür ist halt irgendwie so ein Telenovela-Schrott reingekommen oder die Sendeplätze sind einfach mit Wiederholungen zugemüllt worden und das ist halt was, wo ich sage, wirklich schade. Und es wird halt immer weniger, wo ich sage, dafür zahle ich gerne Rundfunkgebühren. Du hast dann halt auch noch das Thema mit den Radiosendern, was ja auch krass ist, dass in jedem Bundesland so 5 bis 6 öffentlich-rechtliche Radiosender vorhanden sind, die alle ihr eigenes Programm produzieren, wobei die meisten Teile gar kein regionales Programm sind, wo man sagt, es muss unbedingt regional produziert werden. Sondern das wird halt einfach regional produziert, weil man es jahrelang so gemacht hat. Aber theoretisch könnte man sagen, man macht einen Radiosender für Popmusik, einen für Volksmusik und Schlager und setzt die über ganz Deutschland. Und nur der Nachrichtenteil ist zum Beispiel regional produziert. Aber ja, daran denkt natürlich keiner. Aber ja, es halt sind ja nur unsere Gebührengelder, ist ja völlig egal. Naja, habe ich mich mal wieder aufgeregt. Bei dem anderen Thema jetzt musste ich mich nicht aufregen,
Weil da ging es um iOS und ich habe kein iPhone und kein iOS-Device, deswegen war das für mich jetzt nicht so relevant. Ja, meine interessante Sache mal wieder, es gibt mal wieder einen relativ schwerwiegenden Bug. Und zwar bei gewissen Namen von WLAN-Netzwerken, glaube ich. Ja, oder Netzwerk an sich? WLAN-Netzwerken. WLAN-Netzwerke, ja, genau. So kann man das... Nee, ja. Ich habe nur geschaut, weil nicht, dass es auch beim LAN-Namen ist, weil das wäre... Nee, das geht um die SSID, genau. vom WLAN, genau, geht's wohl, ja. Es geht um die SSID vom WLAN, ja. Falls ihr ein Apple-Gerät habt, eben mit dem neuesten System, also mit Big Sur, und in diesem SSID-Namen ein Prozentzeichen vorkommt. Und darauf folgt ein Character, beziehungsweise Prozentzeichen gemischt mit Charakteren und so Zeug. Kommt es dann in diesem WLAN-Chip im verbauten WLAN-Chip zum Speicherüberlauf. Und der macht euch das komplette Netzwerk tot. Also das Apple-Gerät ist dann aus dem Netzwerk weg. Da gab es jetzt auf Twitter auch so lustige Memes, wo dann mein WLAN-Netzwerk heißt Prozent, Klammer auf, Prozent, Dollar. Und warum komme ich mit meinem iPhone da nicht mehr rein? Die andere Frage ist, weil ich mir auch gerade so anschaue, wer benennt Prozent in sein SSID? Ist so eine Frage, also das sind für mich so Zeichen, die in sowas eigentlich nichts verloren haben. Ja. Aber ist ja jedem selber überlassen, also es sei denn, ich habe jetzt irgendwelche Konventionen verpennt. Aber naja, wenn du in Lead schreibst. Ja, aber come on, also welche Nase nennt sein SSID in Lead und wundert sich dann, dass sein Apple-Gerät irgendwann mal abkackt, weil halt eben ein komisches Zeichen irgendwo drin ist. Das ist genauso, wie wenn ich in Linux irgendwelche Dateiordner mit Leerzeichen benenne oder irgendwelche Datei-Extensions mit Punkten und mich dann wundere, dass irgendwelcher Scheiß nicht funktioniert. Ja. Also das sind so Fehler, die man eigentlich, ja, wenn man mal für 5 Sekunden nachdenkt und technisch eine Ahnung hat, eigentlich auffallen könnten. Ja, oder es gibt ja die Leute, die dann den Dateinamen so lang machen, dass er dann halt eben, oder die Pfadlänge dann so lang ist. Bei Windows gibt es das Problem ja mit den 256 Zeichen, dass dann halt eben der Pfad nicht mehr abgerufen werden kann oder die Datei eben erst wieder funktioniert, wenn sie zu einem kürzeren Dateipfad kopiert wird. Solche Späße hatte ich auch schon aus meiner Administratorentätigkeit gehabt, Müllwagen. Und ja, das gibt da immer wieder Anwender, die einfach die Systeme an die Grenzen bekommen, ohne es irgendwie zu merken, ja, oder darüber nachzudenken. Weil mir es ja gerade noch sehe, also es gibt auch eine Möglichkeit, man muss dann halt die Netzwerkeinstellung zurücksetzen, nachdem es ist. Also falls ihr, keine Ahnung, mal einen Apple-User pranken wollt bei euch, nennt halt euer Netzwerk um. Ja, also es ist jetzt nichts, wo also zumindest was ich hier rauslesen kann, entsteht kein permanenter Schaden. Das ist ja schon mal was, also wenn das Telefon gebrickt wäre oder so, das wäre natürlich schlimmer. Falls ihr, keine Ahnung, irgendwie in der Nähe von Hipster Café 117 oder irgendwas wohnt und ihr ständig irgendwelche Apple-Geräte bei euch im Netzwerk habt, dann könnt ihr das, bis der Bug behoben ist, damit mal irgendwie die Leute wahrscheinlich auf den Keks gehen. Ja. Es ist ein Fehler im Speicherüberlauf. Ich frage mich, wie sie das hinbekommen haben, weil sie normalerweise eigentlich mittlerweile modernere Sprache und modernere Systeme eigentlich da gewisse Überwachungen fahren. Ja, aber gut, es ist Apple. Es ist Apple und die Frage ist halt auch immer, inwiefern da für Performance-Schutzmechanismen umgangen wurden. Ist ja auch immer das. Das kann natürlich auch sein, ja. Oder beziehungsweise wie alt da die Software ist und auf was da irgendwas drauf gebügelt wurde, was, keine Ahnung, vielleicht schon jahrzehntelang durchgeschleift wird. Ja. Also wie gesagt, falls das bei euch passiert ist, müsst ihr halt eure Netzwerke zurücksetzen. Das heißt, müsst ihr halt dann eure Netzwerke neu einrichten. Also und dann läuft das wieder. Im iOS-Gerät. Dann läuft es wieder und halt
was natürlich eigentlich klar sein sollte, aber ich sage es trotzdem nochmal vorher, vielleicht das Netzwerk umbenennen. Wer weiß, wie weit da die Leute sind, also keine Ahnung, dass man sich in so einer ewigen Loop von bitte das Papier wenden mit wiederfindet. Ja, genau, also ja, wie komme ich da jetzt hin? Gar nicht. Diese Woche war auch die Vorstellung von F-Secure Elements. Das ist F-Secure ist ja ein finnisches IT-Sicherheitsunternehmen. Also die sind weit über den Punkt des Virenschutzes hinaus mittlerweile unterwegs. Haben wir ja auch schon mal mit Besuchen auf der ITSA und so weiter, haben wir ja schon mehrfach darüber berichtet, was die so treiben. Und die haben jetzt eine Plattform gelauncht, die nennt sich F-Secure Elements, die finde ich sehr interessant. Da wollen die jetzt alle möglichen Produkte in diese Web-Plattform gießen. Das heißt, man hat dann als Admin ein Interface, wo man zum Beispiel auch die Endpoint Protection drin hat, die klassische, oder dann eben zum Beispiel auch seinen Schwachstellenscanner mit verwalten kann, oder dieses, was haben die noch so, das Thema EDR oder MDR oder das Thema Cloud Protection. Also kannst mittlerweile auch mit F-Secure deine Microsoft Cloud absichern und das Ganze wird dann eben da integriert. Und wenn man bisher jetzt schon diese Cloud-Produkte im Einsatz hatte, also zum Beispiel die F-Secure Protection Services oder wie die hießen, das war ja schon das Cloud-Produkt von der Business Suite, dann wurde das jetzt einfach umbenannt in Endpoint Protection, oder es gibt also F-Secure Elements Endpoint Protection, oder es gibt jetzt auch F-Secure Elements Endpoint Protection and Response. Und die ganzen Produkte, die haben einfach jetzt ein Rebranding erfahren und die landen jetzt auch in dieser Cloud-Umgebung. Was auch interessant ist, dass F-Secure jetzt in nächster Zeit oder aktuell arbeiten sie noch an einem SharePoint-Schutz. Der wird dann allerdings auch das Thema OneDrive mit absichern und das Thema Teams, dass man dann eben auch in Teams geschickte Dateien mit überprüfen kann oder eben auch auf OneDrive gespeicherte. Natürlich rede ich hier auch von OneDrive for Business nur. Bei den Privatkunden gibt es da natürlich nichts. Das sind alles jetzt Business-Geschichten, aber das finde ich halt ganz interessant, weil das ist eben mal wieder eine Antwort von einem AV-Hersteller oder von einem IT-Sicherheitsanbieter auf andere Konkurrenzprodukte. Von Sophos gibt es ja zum Beispiel Sophos Central. Da kann man eigentlich im Prinzip Ähnliches tun. Von EZ gibt es da auch eine eigene Plattform. Und ich glaube, wenn man Richtung Kaspersky und so weiter guckt, die haben da auch schon Plattformen im Angebot. Und deswegen ist es nur konsequent, dass eben auch F-Secure als finnischer europäischer Anbieter, dass die da auch nachziehen werden. Und das sah ganz interessant aus und kann eben auch eine Lösung sein. Ich glaube, ich habe gerade auch noch das Mobile Device Management vergessen. Also man kann das Mobile Device Management auch drin nutzen und eben auch das Thema Schwachstellen-Scanner oder Vulnerability Management ist dann eben auch in dieser Konsole mit abgedeckt und kann das dann eben zentral verwalten, kann das auch direkt an seine Microsoft Azure AD anbinden und hat dann eben zum Beispiel auch seine Computer und seine User und alles, alles in dieser Cloud-Umgebung drin und ist, glaube ich, auch eine ganz nette Geschichte für Systemadministratoren, wenn du halt eben ein Dashboard hast, wo du deine ganzen Security-Anwendungen drin hast. Und das gibt es eben auch von anderen Anbietern, aber eben jetzt auch von F-Secure. Gut. Ja, interessant ist auch immer wieder, was so in, ja, am Altschauerberg los ist, in Emskirchen beim Drachenlord. Da gibt es jetzt wieder neue Entwicklungen. Ja, letztendlich, der Polizei wird es langsam zu bunt. Es gibt ständig wieder neue Krawalle und jetzt gab es wohl auch was mit einer Körperverletzung gegenüber Rainer Winkler und jetzt gibt es wohl seitens der Polizei, weil eben diese Einsätze auch mittlerweile überhand nehmen, eine Allgemeinverfügung und da geht es halt eben um die Versammlung von Leuten und wenn dann eben Leute dort angetroffen werden und dann ist es eben
nach dieser Verordnung eben auch eine Ordnungswidrigkeit und dabei kann es halt auch eben Geldbußen mit bis zu 1.000 Euro geben und die hoffen halt damit, dass sie dann ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, bei dem, jetzt muss ich vorsichtig sein, bei diesen Menschen, die dort aufkreuzen, ich glaube da, da hilft fast nichts mehr. Da sind Leute dabei, ich glaube, die haben ihr Gehirn schon längst abgeschalten und die tauchen da auf und terrorisieren den. Ich meine, man muss auch, ich meine, klar, er ist sicherlich auch nicht unschuldig an seiner Situation, aber letztendlich, es ist einfach nur dumm, dahin zu fahren oder irgendwie Randale zu machen und den zu provozieren. Ich wollte ja gerade sagen, war da nicht auch irgendwie, dass da Pyrotechnik und so weiter geflogen ist? Also das ist, genau. Hat ja dann auch nichts mehr mit irgendwelchen Protest oder was zu tun. Das, also von dem Pyrotechnik ist ja dann doch auch zum Pflasterstein und Zeug auch nicht mehr viel weit. Und ja, also Fensterscheiben sind ja auch schon eingeworfen. Und so, ne? Eingeworfen worden, das ist ja dann handfeste Sachbeschädigung. Also ja. Hört dann der Spaß auf. Also das hört der Spaß auf, der hat da, glaube ich, eh schon vor ein paar Jahren aufgehört. Genau. Ja, also da ist, glaube ich, eh Hopfen und Malz verloren. Es wird echt, also es wird richtig immer krasser eigentlich und man weiß gar nicht, was da jetzt noch, wie sie das Ganze noch toppen wollen, aber da gibt es immer wieder neue Vorfälle und immer wieder Leute, die versuchen da irgendwie Scheiße zu bauen oder ihn reinzulegen oder rauszulocken aus dem Haus und irgendwie halt teilweise halt, muss man wirklich sagen, um Aufmerksamkeit betteln, dass sie von ihm beachtet werden mit irgendwelchen Scheißaktionen. Da habe ich auch neulich irgendwas gesehen, wo sie ihm mit einem Fake Hermes Auto ein Paket zugestellt haben, wo dann einfach Sahne drin war und das ihm halt ins Gesicht geschmissen haben und so. Also völlig absurd. Tja, und da, ich glaube, da ist es ganz gut, wenn da wirklich mal ein bisschen durchgegriffen wird und man muss auch sagen, die ganze Nachbarschaft bei denen, also die, ich meine, es sind zwar nur ein paar Häuser, aber ich meine, die sind ja auf dem Land und ich könnte mir vorstellen, die sind auch froh, wenn sie da ihre Ruhe haben. Viele Leute, die auf dem Land sind, die wollen halt einfach ihre Ruhe haben. Mhm. Und wenn du dann halt so einen Nachbarn hast, wo da die ganze Zeit irgendwelche Chaoten vor der Tür sind und dann halt Pyrotechnik abbrennen lassen und irgendwelche Scheiße bauen, das ist halt auch für das Dorf nicht gerade, ja, toll, sag ich mal. Es sind ja doch 42 Einwohner. Ich hätte jetzt gedacht, es sind weniger, aber hier steht im Artikel, 42 Einwohner hat Emskirchen. Hm. Naja. Für die bestimmt ganz schön und ich frage mich, wie die eigentlich mit der Situation umgehen und was die drüber denken. Ja, die werden sicherlich auch nicht gerade begeistert sein. Naja, ja, kommen wir weiter, gehen wir weiter zu einer anderen Geschichte, wo der Tobi auch nicht gerade begeistert war, also ich auch nicht, aber Tobi hat das Ganze mit in den Podcast gebracht, ja. Da geht es um die Filterung in Betriebssystemen. Also das war so, ich schilder mal so ein bisschen meinen Gang zu dem Problem, das habe ich ja schon in der Pre-Show mal gesagt, das ist, als ich es, wie ich es gefunden habe, war so und mir den Bericht durchgelesen habe, habe ich mir so gedacht, so, okay, jetzt ist absolut Hopfen und Malz verloren und es war dann auch so der Moment, wo man eigentlich so diesen Kopf zur Tischplatte Move machen wollte. Ja, um was geht's? Um hier mal die Ärzte zitieren, die klügsten Männer dieses Planeten haben sich, oder die klügsten Menschen dieses Planeten, wollen wir mal hier allumfassend und auch jedem mal Inkompetenz unterstellen. Zumindest jedem Beteiligten kamen auf die tolle Idee, weil es denkt doch mal jemand an die Kinder, einen Jugendschutzfilter per Gesetz in Betriebssysteme integrieren zu lassen. Also nicht eben den jetzt durch eine Filterung an diversen Geräten oder Providern hängen. Also geht hier konkret darum, dass man unter 18 halt nicht auf irgendwelche pornografischen Inhalte oder was zugreifen kann oder so, können soll. Und da kamen jetzt ein paar Leute wohl auf die glorreiche Idee, das Ganze an die Betriebssystemhersteller weiterzugeben. Also dass eben in das Betriebssystem eine Altersverifikation eingebacken werden soll und die eben auch dazu führen soll, dass du eben halt nicht betriebssystemseitig auf irgendwelche FSK 18 Inhalte
zugreifen kannst. Also ich weiß nicht, was jetzt da, also wie mir sich dieses vorgestellt hat, ob die so der Meinung sind, ja, nur weil jetzt hier die deutsche Regierung da an Microsoft oder Google einen Brief schreibt und die mal doch bitte herzlich darum bittet, irgendwelche Abschottungsorgane in ihr Betriebssystem einzubauen. Ja, ne, also was sich da gedacht haben, ob da jetzt die sagen, ja, klar, mach mal. Klar, weil ihr das seid. Weil ihr so nett gefragt habt und dann haben wir ja dann noch gar nicht die Welt betreten, die dann so Zeug wie Linux oder Custom Android ROMs sind. Die ja eigentlich, ich sag jetzt mal, jeder mit technischem Interesse und Know-how auf irgendeinem Kernel zusammenstöpfeln kann. Und also bevor jetzt Linux-Träuber oder irgendwelche Kernel-Entwickler von Linux eine Sperre für deutsche Systeme integrieren wollen, glaube ich, schwierig. Da stirbt eher vorher die Sonne. Genau. Ja, oder Tux fällt hier tot um vom Regal. Also. Die andere Frage ist natürlich dann auch, falls wir die Sache komplett zu Ende spinnen, was ich aber hoffentlich, also da kommst du dann in so ein Proto-Europa-China, dass halt dann gesagt wird, okay, wir lassen halt nur noch ein System zu, das dann wirklich das funktioniert und keine Ahnung, es ist dann halt ein von Deutschland verteiltes Linux oder verteiltes Microsoft. Ja, genau. Was auch immer. Und alle anderen Betriebssysteme sind unter Strafe zu stellen für Verbreitung pornografischer Inhalte. Ich glaube, da gibt es ja auch einen Paragraphen. Das sind wir irgendwo. Aber schon sehr weit, sag ich mal, im Bereich von China. Da gibt es auch teilweise eigene Betriebssystemversionen von Microsoft oder eigene Cloud-Bereiche, die nur für diese speziellen Länder, sag ich mal, sind. Und da muss ich dann sagen, da ist bei mir dann endgültig, also da ist dann absolut die Schmerzgrenze erreicht. Ja. Dass ich dann, ob jetzt Corona und, keine Ahnung, Deutschland, ole ole, dass ich dann mir wohl durchaus irgendwie die Koffer pack und die Grenzen der deutschen, des deutschen Staates verlassen werde, falls mir irgendwann mal in die den kommen, falls das jetzt hier irgendjemandem sauer aufstoßen sollte oder keine Ahnung, irgendeinem Staat oder dem Algorithmus nicht gefällt. Ja, bitte. Wir sind, glaube ich, mittlerweile sowieso werbeunfreundlich. Also von daher, da ändert sich nichts. Wie schon gesagt, wenn sowas durchgezogen werden sollte und chinesische Ausmaße, also natürlich, war ein heißer Artikel und es ist das heiße Forum, da wird einem auch das absolute Ende in jedem zweiten Beitrag vorgerechnet und der andere Beitrag, in dem das Ende nicht vorgepredigt wird, ist das Ende schon lang erreicht und es wird nur noch schlimmer, weil dann demnächst die Blockwart-Stasi-Truppen einmarschieren, um dir jedwedes Denken abzunehmen. Ja, aber es ist schon denkwürdig. Also allein, dass man als Politiker auf so Ideen kommt, ist halt schon, es zeigt schon irgendwie so ein bisschen entweder fehlende Digitalkompetenz, was ja viele Politiker haben, fast alle im Prinzip, oder es zeigt halt auch, dass die einfach bei sowas sehr moralisch flexibel sind und einfach nichts aus der Geschichte gelernt haben im Prinzip. Ich hoffe mal zumindest, dass es die Kombination aus beiden ist, weil wenn ja, dann ist gute Nacht. Wie heißt es immer so schön, wenn Dummheit schon ausreicht, dann sollte man nicht noch Böshaftigkeit unterstellen. Genau, und wenn es dumm und boshaft ist, dann ist, glaube ich, echt das Ende gekommen. Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es trotzdem irgendwie Teil wird, dass Microsoft oder Google sagt, ja, okay, mach mal. Weil ich finde, dahinter kommt erst der richtige Irrsinn, weil wie die sich's laut Gesetz vorgestellt haben, sollen ja dann die Webseitenbetreiber dann doch bitte so ein bisschen was reinprogrammieren, wo dann die Webseite dem Betriebssystem sagt, hey du, das ist unter 18 oder das ist über 18. Und hört sich schon unlogisch an, aber jetzt überlegt man mal, naja, das Internet ist international und naja,
wird jetzt jeder Webseitenbetreiber auch in den USA oder in Timbuktu hergehen und sagen, ja okay, Deutschland hat jetzt eine Idee, dass man F18 Sachen markieren muss, also machen wir das wegen Deutschland. Ja, siehst du, da würde ich da, also wie gesagt, wenn wir hier mal komplett in die Dystopie reingehen, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass dann solche Seiten einfach gesperrt werden. Hast du die Flex nicht, kommst du nicht durch den eisernen Vorhang 2.0. Es gibt ja schon Geschichten, die sind vielleicht vielen nicht bekannt, die zum Beispiel keine Webseiten betreiben, aber das ist durch unseren Juristen, durch den Felix, ist es damals auch an mich herangetragen worden. Wir haben auch bei uns auf unserer Seite eine Altersverifizierung im Quellcode drin, damit, das ist auch, glaube ich, mittlerweile gesetzlich irgendwo vorgeschrieben, damit solche Jugendschutzfilter dieses Flag sehen können und dann eben diese Seite eben nicht freischalten. Und man braucht auch, wenn man journalistische Beiträge im Internet veröffentlicht, braucht man einen Jugendschutzbeauftragten, der Ansprechpartner ist für solche Geschichten. Ist bei uns auch der Fall. Ist natürlich so ein bisschen wie mit Datenschutzbeauftragten und was weiß ich. Bei uns gibt es noch den journalistisch, warte, ich muss mal kurz, redet ihr mal weiter, ich guck mal nach, wie okay, das Ding heißt. Die Sache ist ja die, also ein vernünftiger, funktionierender Jugendschutz ist ja nichts gegen einzuwenden. Dass du jetzt, keine Ahnung, mit 16 nicht irgendwelchen kompletten Hardcore- oder Splatter-Shit oder, ja, keine natürlich, Ahnung, mit, klar. Oder mit 12 nicht unbedingt den reinziehen sollen, können das. Also wie gesagt, früher hat es natürlich auch funktioniert, da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, die VHS vom Cousin oder so. Oder später dann der USB-Stick oder die Festplatte auf dem Schulhof. Es ist ja nicht so, dass sowas nicht vorkommt, und das, aber zumindest es nicht unbedingt leichter zu machen. Ja. Aber wieder, was ich, beziehungsweise was das Heise Forum und ich dann auch immer so ein bisschen die Angst davor haben, wenn solche Dinger mal da sind, kannst du halt sowas ganz schnell mal umdrehen. Dann heißt es Jugendschutz, dann heißt es Anti-Hassrede, und dann wechselt die Partei und dann ist aus Hassrede auf einmal alles das, was der Führungskraft nicht passt, und dann, ja, haben wir den Salat. Genau. Verantwortlich im Sinne des Presserechts, das ist auch noch so ein Ding. Rundfunkstaatsvertrag müssen wir auch auf unserer Website ausweisen. Also soweit ist es mittlerweile, dass du halt da jede Menge so Shit hast, wo du halt richtig dich reinreiten kannst, wenn du einfach sagst, ach, ich betreibe hier mal einen Blog mach da mal irgendwas. Nee, du musst dann schon nach dem Telemediengesetz den Verantwortlichen und nach Sinne des Presserechts und Rundfunkstaatsvertragsrechts musst du dann jemanden ausweisen und einen Jugendschutzbeauftragten. Und das war für mich auch eine neue Erfahrung, dass wir als Blogger und YouTuber und Podcaster sowas machen müssen. Aber ich weiß auch von anderen YouTubern, zum Beispiel PietSmiet, die haben auch eben Jugendbeauftragten, Jugendschutzbeauftragten, weil die betreiben ja auch eine eigene Plattform, oder auch Massengeschmack TV hat da auch eben solche Geschichten. Also das ist in Deutschland schon sehr außergewöhnlich. Also da macht man schon mehr als in anderen Ländern, wo das einfach völlig egal ist. Da hast du einfach eine Website und die ist halt dann online und da macht halt jeder, was er möchte. Aber wenn in Deutschland, wenn du halt ansässig bist, und dann musst du dich halt an einige Geschichten halten, damit das einfach funktioniert und dass du nicht abgemahnt werden kannst, so einfach. Ja, und dazu jetzt vielleicht nochmal zurück mit Jugendschutz und so weiter. Also der beste Jugendschutz ist immer noch von Eltern vernünftiges Zeug beigebracht zu bekommen. Also Digitalkompetenz eben von den Eltern vermittelt zu bekommen, ja. Insgesamt, ich sage jetzt mal, sozial und Digitalkompetenz, wenn es um nicht verkehrt andere Sachen geht, ja. Hilft sowas doch unglaublich weiter, um eben halt auch nicht irgendwelchen Mist zu erliegen, sage ich jetzt mal. Das Ding ist halt, bei vielen Sachen, du kannst nicht jeden in ein Samthandtuch einpacken und überall auf ihn aufpassen, und irgendwann kommt der Moment, wo jemand dann halt mit sowas in Kontakt kommt. Und da ist es doch eher besser, wenn man das Kind oder den Jugendlichen da vorher eben vorbereitet und mit ihm drüber redet und so weiter. Und nicht, dass es halt dann erst passiert durch Dritte, und dann wird es halt recht unangenehm. Und
deswegen, also aus meiner Sicht sollte man da eher in Prävention gehen und weniger wir verbieten und filtern und was weiß ich, gängeln da irgendwelche Content Creator. Ich meine, es geht teilweise, ist es schon sehr wild, was passiert. Da bin ich auch dabei, wenn man sich so anguckt, was auf Twitch passiert oder auf OnlyFans und so weiter. Aber da gibt es ja auch eine Altersprüfung, zumindest bei OnlyFans, bei Twitch wahrscheinlich auch. Ja, doch, gehe ich mal also davon aus. ich glaube, du musst teilweise Streams als halt über 18 oder halt ab 18 frei, also musst ein Häkchen setzen, wenn es halt, keine Ahnung, leicht bekleidete Streamerinnen oder halt du irgendwie Ein Hot-Tube-Stream ist. ja, keine Ahnung, oder halt irgendwie, keine Ahnung, die Nacht des reitenden Leichenmörders oder was spielst. Ja. Oder keine Ahnung, sagen wir mal so, wenn ich jetzt irgendwas streamen würde und keine Ahnung, in Wolfenstein 2 oder sowas, dann ist natürlich klar, dass du sowas halt eben auf über 18 stellst, wenn du halt irgendwelche PEGI-Shooter oder was. Ja, auf jeden Fall. Aber das kommt dann auch, muss ich dann einfach das sagen, auch in die Moral desjenigen oder beziehungsweise in die Verantwortung desjenigen, der das eben streamt, sich da eben auch insofern klar zu sein oder zumindest Dinge zu tun, die halt eben rechtens und moralisch, was moralisch, Moral ist immer so eine Sache, aber halt, ja, zu machen sind. Also, es ist klar, dass dann jetzt die Altersverifikation meistens sich eh immer nur drauf auf die größte Lüge des Internets Ja. beschränkt. Ja, ich bin über 18 und ja, ich habe die AGBs gelesen. Wie gesagt, man kann nicht jeden in Samthandschuhen einpacken. Es ist klar, dass man gewisse Schutzmechanismen braucht oder haben sollte. Aber wie schon gesagt, also die beste Methode ist immer noch zwischen den zwei Ohren. Und man muss halt auch mal mit seinen Kindern oder Jugendlichen über Dinge reden, die vielleicht jetzt nicht gerade der Komfortzone entsprechen. Ja, Und halt weil das auch halt der Realität eben, entspricht, dass es es was gibt. entspricht der Realität und halt auch eben, keine Ahnung, wenn es jetzt um irgendwelche gewaltverherrlichten Sachen geht, auch halt, ich sage jetzt mal, den Spagat zwischen Fiktion und Wirklichkeit irgendwo zu schaffen. Also ich sage es auch ganz gerne, ich schaue auch ganz gerne mal irgendwelche brutaleren Filme, also Zeug wie The Raid oder sowas. So diese guten alten ab 18 handgemachten Actionfilme oder der koreanische Oldboy oder sowas, wo dann doch durchaus mal ein bisschen blutiger enden könnten. Ja klar, aber gehe ich jetzt irgendwie raus und hau dann irgendwie Leute mit dem Kantholz kaputt? Nee, Nee, weil ich nee. durchaus noch weiß, was oder wie ich mich im sozialen Leben zu verhalten habe. Ja, also da ist halt wieder das Thema Bildung und das ist halt irgendwie von unserer Politik, zumindest von der aktuellen, wird das Thema Bildung irgendwie nicht wahrgenommen als Problem. Dabei finde ich, haben wir ein sehr großes Bildungsproblem in Deutschland und da kann man den Jugendlichen gar keinen Vorwurf machen, weil letztendlich die haben halt einfach, die Schule hat halt einfach nicht die Qualität, die sie bräuchte, um sie fürs Leben, das war bei uns schon damals so, das ist jetzt bei den jetzigen Schülern so, aufs Leben vorzubereiten. Und das ist halt in anderen Ländern besser, das funktioniert besser. Und Schüler werden oftmals allein gelassen mit irgendwelchen Problemen. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn die dann halt in vielen Sachen nicht so kompetent sind. Das ist halt einfach so. Aber dann wird halt hier die böse Jugend und was weiß ich alles. Aber wir haben halt in vielen Bereichen einfach ein Bildungsproblem. Und das wird halt irgendwie nicht angegangen oder nicht wahrgenommen, was wirklich schade ist. Und das hat man jetzt auch bei der Corona-Pandemie gesehen. Und ich hoffe nicht, dass man es bei der nächsten Krise dann wieder sieht. Aber wenn die Politiker so weitermachen, dann wird wahrscheinlich dann auch öfters mal was auftauchen. Und man sieht ja allein, wenn man mal guckt, wie unsere Schulen aussehen in Deutschland, da sind wir in Bayern, glaube ich, noch recht gut gesegnet mit. Wobei da gab es auch schon den ein oder anderen Heuler an Schulhaus. Aber in anderen Bundesländern sieht es halt dann noch schlimmer aus, wo dann halt wirklich noch alles Zeug auseinanderfällt und was weiß ich, Asbestwände oder keine Ahnung. Also das ist schon, ich weiß nicht, da stecken wir einfach viel zu wenig Geld rein in das Thema Bildung.
Dabei ist es ja auch ein Wohlstandsfaktor, ne? Also wenn Bildung sichert halt einfach Wohlstand und fördert halt unsere Wirtschaft auch. Also wenn man das rein jetzt mal als liberaler Wirtschaftsfreigeist mal betrachtet, ist ja Bildung da auch ein sehr großer Schlüssel zum Erfolg. Und Und weil du es ja gerade noch davon hattest, also es ist jetzt nicht nur auch auf die Wirtschaft bezogen, es sichert ja auch eine Demokratie und ein vernünftiges ja. soziales Miteinander. Das ist auch mal wieder, um YouTuber zu zitieren, hier Osten Typ, der Physiker weiß, dass die Gravitation im Jemen die gleiche ist, die wir hier haben. Und man sprengt sich halt, ein Atheist sprengt sich halt eher weniger im Namen des Urknalls in die Luft. Ja, genau. Gut, ich glaube, mit dem Wort könnte man jetzt das Thema abschließen. Ja, was man auch am liebsten oder am besten eigentlich in die Luft sprengen sollte, wären die Western Digital MyBook-NAS-Systeme, MyBook-Live-NAS-Systeme. Das sind so kleine Festplatten-NAS-Systeme, also die sehen eher aus wie eine USB-Festplatte, weniger wie eine NAS. Und die kann man eben über Netzwerk indirekt ans Internet anschließen. Und leider haben das halt viele Leute gemacht. Und jetzt gab es da eben das Problem, dass man von extern drauf zugreifen konnte, wenn man diese Cloud-Funktionalität genutzt hat. Und man konnte dann eben halt auch die Festplatten löschen oder den Auslieferungszustand herbeiführen. Und dadurch kann es halt eben unter Umständen passieren, dass eben die ganzen Daten verloren gehen. Und das scheint wohl jetzt so ein aktuelles Problem zu sein. Also die Probleme sind jetzt am 24. Juni dokumentiert worden. Und da haben sich Leute im Forum von Western Digital gemeldet. Und der Hersteller hat da jetzt auch eine Stellungnahme veröffentlicht und geht da halt jetzt auch darauf ein, dass diese Baureihe, dass da der Support 2015 zu Ende gegangen ist. Das ist halt auch was, was viele Leute nicht so auf dem Schirm haben, dass man halt immer guckt, haben die Geräte, bekommen die Geräte noch Sicherheitsupdates und dass es sich halt eben um eine veraltete Firmware handelt, und da ist eben scheinbar eine Sicherheitslücke drin und jetzt wird erstmal empfohlen, die ganzen Systeme erstmal vom Netz zu nehmen. Und ist auch mutig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also wenn du so ein Gerät, was seit ja, über 5 Jahren keine Updates mehr erhalten hat, immer noch im Internet betreibst, da kann schon mal was passieren. Das ist halt einfach so. Und in dem Fall könnte ich mir sogar vorstellen, dass es halt auch Leute trifft, die von dem System nicht noch ein Backup haben, weil das System hat ja, das hat ja RAID und RAID ist ja bei manchen Leuten ein Backup und deswegen betreiben die halt so eine NAS, so eine günstige und stellen die einfach über Portweiterleitung ins Internet rein und wundern sich dann, wenn es halt knallt. Also das ist so ein bisschen, da kann ich dann nur sagen, kein Backup, kein Mitleid und jetzt bin ich mal gespannt. Da gibt es noch keine aktuellen Bekenntnisse, ob es da eben dann auch mal ein Patch noch dafür gibt. Aber eigentlich sind die Systeme ja nicht mehr supported und dann kann man halt sagen, okay, Pech gehabt. Ich weiß, dass da auch wieder irgendwelche Verbraucherschützer jetzt sagen, ja, lebenslange Update-Garantie, aber ganz ehrlich, wer will das bezahlen? Also ich meine, das geht dann ja nur über ein Abo, dass man halt sagt, okay, es gibt standardmäßig irgendwie 2 Jahre dabei, gibt es dann ein Update und dann irgendwann muss man halt dann monatlich oder jährlich Geld bezahlen. Und das ist halt bei so einer NAS auch schwierig, weil irgendwann ist die Hardware so runtergenudelt, dass du da gar keine Updates mehr einspielen kannst, ohne dass das System halt dann nicht mehr richtig funktioniert. Aber Wollte gerade sagen, also es ist entweder hast du die Möglichkeit, dass du halt normal immer wieder Updates fährst, oder und dann halt irgendwann sagst, okay, ist halt mal der End of Life erreicht. Oder du zerrst halt irgendwelchen Legacy-Code bis zum Ende aller Tage mit, was ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. genau. Also wenn du halt, keine Ahnung, irgend so eine Zuse-Hardware von anno dazumal gefühlt theoretisch noch unterstützen muss, dann möchte ich nicht derjenige sein, der dafür programmieren muss. Weil Genau. das ist dann, also da ist Hopf und Malz verloren. Es sei denn, du sagst halt wirklich, du tust alles mit durchziehen, dann aber viel Spaß, irgendeine Legacy-Hardware von, keine Ahnung wann, den Anfang 2000ern, auf modernere Sprache oder was umzuziehen, nee, danke. Ja, also das wird auf jeden Fall
spannend, aber da gibt es noch keine Beschlüsse irgendwie. Aber da wird gerne dran rumgedoktert, dass man da eben dann halt, was weiß ich, wie lang darauf dann Support bekommt. Also irgendwo ist da auch mal ein Ende erreicht, auch von der Hardware. Und wenn so ein Gerät 10 Jahre läuft, also dann sollte man auf jeden Fall da mal den Stecker ziehen. Und ich weiß nicht, wann die verkauft wurden, aber wenn der Support Ende 2015 war, dann sind die sicherlich, was weiß ich, 2010 oder so verkauft worden. Ja, da muss man dann halt sagen, okay, das ist dann, die Hardware hat dann halt ihr Lebensende erreicht. Die kann man sicherlich im Netzwerk noch super verwenden, weil sie technisch noch funktionieren, aber ich würde die halt einfach nicht mehr ins Internet hängen und ohne irgendwie VPN zugänglich machen. Allgemein so Storage-Systeme, so NAS-Systeme, ungern ohne VPN ins Internet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es geht, immer VPN und da nix irgendwie einfach Portweiterleitung und gib ihm, vor allem nicht, wenn da die privaten Daten sind. Und die Argumentation dieser Leute ist ja meistens, ich mache das, weil ich möchte meine Daten nicht in der Public Cloud hosten. Und ja, das ist zum einen richtig, aber dann muss ich das Ding halt auch dementsprechend schützen. Und das verstehen halt dann viele nicht. Und gerade im Home-Bereich, es wird halt klar dann verkauft, ja, steck's an und es funktioniert. Hat man ja auch immer wieder bei solchen IP-Kameras. Und dann ist halt nun mal das Signal dann im Internet, weil die über UPnP das Zeug freigibt. Und dann kann halt jeder mal auf deine Netzwerkkamera zugreifen. Möchte man auch nicht unbedingt haben, je nachdem, wo die Kamera hängt. Nun gut, ja, Bild oder Bilder oder Bildbearbeitung insbesondere ist jetzt auch ein Thema bei Microsoft, insbesondere jetzt bei OneDrive. Da soll es wohl auch jetzt Neuerungen geben in Bezug auf das Thema. Genau, denn Leute, wo ihre Bilder in OneDrive haben, die haben ein paar mehr Optionen jetzt in Zukunft, nämlich zum Beispiel so Basissachen wie Croppen, Rotieren, Drehen von Bildern oder auch Bearbeiten von Licht- und Farbverhältnissen. Und was es jetzt auch noch zusätzlich gibt, es gibt mehr Sachen, nach denen man filtern kann. Man kann zum Beispiel jetzt besser nach einem Datum filtern, man kann besser nach der Quelle, wie zum Beispiel, kommt es jetzt von Snapchat oder von TikTok oder von der Google Foto App. Und wo wir schon beim Thema Google sind, sie haben auch jetzt eine Funktion eingefügt, dass man seine Bilder aus OneDrive eben auf sein Google Chromecast werfen kann. Ja. Und dann so Diashow-mäßig. Diashow, ja. Ja, auf jeden Fall ganz interessant. Und diese Funktion, die gab es ja schon, sag ich mal, on-premise auf dem PC mit dieser Fotoanzeige, wo man so leichte Retusche auch machen konnte. Ist natürlich nicht auf Photoshop-Niveau, aber es geht so, so die Basics gingen. Und da ist es ja nur konsequent, dass man das dann in der Cloud auch anbietet und dass man da eben Sachen dann, ohne die vorher runterzuladen, bearbeiten kann auf einfache Art und Weise. Gut, ja, was man auch bearbeiten sollte, sind Patch-Vorgänge und Updates. Deswegen auch in dieser Folge, auch wenn es jetzt nicht so viel ist wie beim letzten Mal, weil die Podcast-Folgen ziemlich nah aufeinander kommen. Achtung, Update. Und wir haben da wieder einige Geschichten dabei, die für sehr viel Zündstoff sorgen. Zum Beispiel auch eine Attacke auf Zeixel-Netzwerkgeräte. Also da sollte man auf jeden Fall mal aufpassen. Da gibt es leider jetzt aktuell noch kein Update dafür, aber man sollte zumindest mal die Update-Channels beobachten, ob da irgendwas reinkommt. Das kann eben auch zum Totalausfall von so einer Zeixel-Hardware kommen dadurch. Und es gibt Sicherheitsupdates für alle Dell-Computer, also das ist eine, ja, ein BIOS-Update und Angreifer könnten dadurch Code sogar auf BIOS-Ebene ausführen, also nicht gerade sexy. Dann der, ja, das Admin-Panel von VMware's Carbon Black App Control sollte man auch patchen, da gibt es wohl eine kritische Admin-Lücke und Autodesk schließt außerdem in AutoCAD-Anwendungen auch ja, Schlupflöcher für Schadcode. Ja, bleiben wir doch mal bei illegalen Aktivitäten. Gehen wir mal ins Darknet.
Und da kann man sehr so einiges kaufen. Unter anderem gibt es da auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel einen Auftragskiller zu buchen. Habe ich mal gehört. Ja, Ja. nur gehört. Naja. Steffen, sind zufälligerweise Leute in deiner Umgebung verschwunden? John Ist Steffen der McAfee. nächste Nein. McAfee? Aha, da haben wir es doch gleich, den Zirkelschluss. Nee. Also, der Fall war der, dass die Staatsanwaltschaft Dresden jetzt eine Anklage gegen eine 41-Jährige erhoben hat, die sich eben ein Auftragsmörder im Dark Web gebucht hat. Die hat auch sowas geschrieben wie, ja, das muss wie ein Unfall aussehen. Und insgesamt hat sie dafür 0,2 Bitcoin ausgegeben. Das entspricht Status 25.06. ungefähr 5.000 Euro. Und der Anbieter hat ihr dann auch schon, ja, kein Problem, in 2 Wochen haben wir das abgefrühstückt und wir schicken ihnen dann auch noch ein paar Beweisbilder. Und jetzt haben Journalisten vom Spiegel, haben durch geheime Quellen eben, davon Wind bekommen und haben das jetzt auch an die Behörden weitergegeben. Und da ist halt auch wieder das Interessante, dass auch die Staatsanwaltschaft da teilweise Probleme hat, diese Informationen aus dem Darknet zu verwerten und also aufzubereiten, dass man jemanden wirklich anklagen kann. Haben es jetzt aber trotzdem geschafft. Und der guten Frau drohen jetzt eine Freiheitsstrafe zwischen 3 bis 15 Jahren. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, hat der Mord jemals stattgefunden? Nee, hat er nicht. Also die Frau, auf die es abgezielt hat, lebt immer noch. Und man geht davon aus, dass es ein Vorschussbetrug war. Also dass man quasi, dass es ein Anbieter ist, der sagt, ja, gib nur das Geld her, mach mal schon, und sich dann irgendwo absetzt nach Timbuktu. Das wird im Darknet wahrscheinlich öfters so der Fall sein. Also da Wollte gerade sagen, also gibt das es ja keinen Verbraucherschutz und PayPal. hört man ja doch immer mal öfter, dass es so, ich sage jetzt mal, oder es war mal eine ganze Zeit lang, hat man mal immer was davon gehört, wo mal wieder diese Darknet-Debatte war. Halt eben diese, ich sage jetzt mal, diese Killer-Seiten, wo du dann irgendwie so einen Killer anbieten konntest, wo du dann auch zumindest für Darknet-Verhältnisse relativ einfach gefunden hast, waren ja meistens dann doch irgendwelche Scams oder sowas. Ja. Ich behaupte jetzt nicht, dass du, wenn du da im Darknet den richtigen Ansprechpartner wüsstest, dass du da irgendwie für 5.000 Euro oder wann was dir jemand besorgen kannst, um da jemanden aus dem Weg zu räumen. Also, wie gesagt, ich glaube, das kriegst du auch ohne Darknet hin, wenn du zu irgendeiner kriminellen Bande oder so gehst und sagst, ey, mach mal eine Flurbereinigung da und da. Ja. Aber ja, also ich, ja, gut, die Frage ist halt immer, inwiefern die jetzt im Darknet da recht haben oder nicht. Und also für Drogen und irgendwelche illegalen Kopien von Dingen, die nicht unbedingt existieren sollten, denke ich mal doch durchaus, dass es da der Markt floriert, wie das jetzt mit Killern und irgendwelchen, keine Ahnung, Entführungsdienstleistungen oder was auch immer. Da im Darknet versprochen wird, sei mal dahingestellt, du findest bestimmt jemanden, der es wirklich macht, aber das funktioniert auch, wenn der irgendwie weiß, wo kriminelle Banden Ja. posieren. Ich weiß nicht, kennt ihr Inkasso Moskau? Das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja auch so eine legale Geschichte, Inkasso zu betreiben. Dass dann halt so ein paar etwas stärker gebaute Jungs dann vor dem Schuldner seiner Tür stehen und sagen, hey, du hast hier noch zu bezahlen und so. Aber das ist alles angeblich, wenn man der Werbung glaubt, von Inkasso Moskau. Also die gibt es wirklich, Google das mal. Es ist eine Firma. Ist kein Placement jetzt, das wäre lustig, wenn es ein Placement wäre, aber es ist es nicht. Und die gibt es wirklich und die bieten das wirklich an und ich glaube, Galileo hat die auch schon begleitet und so weiter. Also, das ist ganz interessant, könnt ihr auch mal bei YouTube reingucken in Kasso Moskau. Ja, also, das gibt es, diese Möglichkeit. Ich wollte jetzt noch auf was anderes hinaus. Ist denn bekannt, was das Motiv dieser Frau war? Also, warum sollte die andere sterben? Wahrscheinlich einfach versucht, weil der Mann, also der neue Mann von. Es war ja auf eine Frau abgezielt und die war die
neue Frau von ihrem Ex-Mann. Ach so, okay. Ja gut, tja, dann kann, da kann man schon mal sowas beauftragen. So, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja gut, was auch Wahnsinn ist, ist das VW-Datenleck in Nordamerika. Und das sind scheinbar 3,3 Millionen Kunden betroffen. Ja, was jetzt nicht gerade wenig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da gab es wohl einen Datenleak bei dem nordamerikanischen Konzernteil von VW, bei dem eben ein ganzer Haufen Kundendaten rausgekommen ist. Unter anderem auch halt, aber VW-Konzern, also hier auch so Zeug wie Audi und Porsche und so weiter mit dabei. Also zumindest hier Audi-Kunden. Und da müssen wohl auch durchaus sensible Daten wie Namen, E-Mail-Adressen und Telefon- und Fahrzeuggestellnummern und so weiter mit rausgegangen sein. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir hier amerikanische Zuhörer haben, wahrscheinlich keinen. Aber ja, also falls man da eventuell betroffen sein könnte, also es wurden dann auch schon, wie Amerika halt üblich, schon Anwaltsbriefe und so weiter vorbereitet, dass da einem nicht die komplette Firma unterm Po weggeklagt wird. Ja, also das ist durchaus schon eine Ausnahme. Also das sind jetzt nicht nur irgendwelche E-Mails, wie es, keine Ahnung, in Deutschland mal oder öfters mal in Europa der Fall ist. Also das sind durchaus sensible Daten abhanden gekommen. Ja. Und wenn die natürlich in die falschen Hände gelangen, weil wir es auch wieder von kriminellen Banden und so weiter hatten. Also wenn du, keine Ahnung, die Adresse und halt die Fahrzeugstellnummer von irgendeinem dicken Audi oder dicken VW hast, dann Ja. ist es durchaus mal zu überlegen, ob man da nicht mal vorbeigeht, um mal ein bisschen shoppen zu gehen. Das davon ist auszugehen. Ja, also irgendwie dieses Thema Data Breach, das da macht, glaube ich, oder das macht vor keinem Unternehmen so Ne. wirklich Halt. Also da ist mittlerweile so viel passiert und da passiert auch ständig irgendwas. Ja, immer auf jeden Fall noch Also ein. ich habe jetzt auch nicht gesehen, ob das irgendwie halt ein Datenleak von innen war oder wie man jetzt an die Daten gekommen ist. Da gibt es noch kaum Details irgendwie, wie das Also passiert ob es ist. jetzt in dem Fall wirklich ein Hack war oder ob da, keine Ahnung, irgendein Mitarbeiter Mist gebaut hat. Also es ist ja Oder auch, mutwillig irgendwas verkauft hat. es muss ja auch nicht immer ein Hack sein oder was. Es kann ja auch zum Beispiel einfach sein, dass irgendwie ein Admin gepennt hat oder irgendein Bürodrohne irgendwie Mist gebaut hat und irgendwelche Daten irgendwo hinkopiert hat, wo es eigentlich nicht hinkommen sollen. Ja. Oder zum Beispiel auf, was weiß ich, auf einen S3-Bucket einen Datenbank-Dump irgendwie haut, hat ja Eben. Microsoft auch schon geschafft. Ja, und dann irgendwie vergisst, dass da was liegt und dann wird es halt bekannt. Alles möglich. Ja, alles Also, möglich. auch was ich Ja. gesehen habe, es sind keine europäischen Daten betroffen. Also Wenigstens etwas. geht mal davon aus, zumindest. Also Gut, dann ist es auch kein DSGVO-Problem. Aber. Gut. Naja, mal was Schönes zur Abwechslung. Oder naja, ich meine, für das andere Land Schönes. Zum Beispiel die Dänen, die haben ja ihr E-Government und die sind im Bereich Behördendigitalisierung natürlich schon viel weiter als wir. Da hatten wir ja auch im Teaser schon darüber geredet oder das angeteased. Aber was ist denn da wirklich so gut oder was könnten wir übernehmen oder was könnten wir lernen von den Dänen? genau, also wir gehen ja da schon in die richtige Richtung oder folgen dem dänischen Beispiel oder wollen ihm folgen, besser gesagt, dass man mit einer App oder mit einem System einfach mit Behörden kommunizieren kann, dass man quasi das ansieht wie so eine Art E-Mail-Fach oder so. Ein Kommunikationsmittel für Behörden oder mit Behörden. Und in Dänemark kann man zum Beispiel damit Kita-Plätze, Reisepässe damit schon buchen. Und das alles geht über eine App namens e-Box. Und die ist in Dänemark sogar so erfolgreich, dass auch die Nachbarländer sie mitbenutzen. Ist cool. Und da ist es auch so, dass alle Bürger dazu verpflichtet sind, eben diese Anwendung zu nutzen. Und also das geht überhaupt nicht über Post raus. Und
Die Sache ist die, wenn man das nicht nutzen will und das per Post haben will, dann muss man das wirklich beantragen und da muss man auch schon triftigen Grund haben, um sich davon befreien zu lassen. Und das Interessante daran ist, dass Dänemark dadurch 269 Millionen Euro jährlich spart und die Bearbeitungszeit um etwa 30% im Durchschnitt reduziert. Das ist Und ordentlich. das andere, was man sich noch mit einbedenken muss, die sparen ja dadurch auch einen Haufen an Papier und an CO2, das der Postbote normalerweise verbrauchen würde, um den Brief zuzustellen. Ja, wobei das mit dem Postboden, der wäre ja sowieso gefahren. Also das ist ja selten so, dass der Postbote nur wegen dem einen Brief zu dir fährt, aber grundsätzlich theoretisch natürlich richtig. Genau, weil es gibt ja schon mal Tage, wo jetzt bloß, wo du sonst von niemandem etwas bekommen würdest und dann der Postbote extra wegen den einen Brief Ja. kommen würde. Ja, oder keine Ahnung, wenn jeder Anbieter digital arbeiten würde, dann gäbe es auch kaum noch Briefe. Dann hättest du vielleicht wirklich Tage, wo du überhaupt keine Post bekommst, sondern nur Pakete. So, und da hast du ja dann wieder andere Rechenmodelle, warum zum Beispiel der Online-Versand weniger CO2-Ausstoß erzeugt, wie zum Beispiel der normale Einzelhandel eben. Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, so eine App. Also ich finde, das sollte es in Deutschland auch mal geben, aber da gibt es auch also noch interne Schwierigkeiten. Einmal durch den Föderalismus und zum anderen halt dann auch durch die IT der Behörden, die natürlich noch in einem anderen Jahrhundert ist, die teilweise noch mit Windows 98 arbeiten und teilweise alles noch in Akten. Und es ist schwierig, aber es gibt Ansätze. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gab es einen Livestream von einer Partei, die haben sich Gedanken gemacht, Digitalisierung von Behörden. Und da ging es eben auch um diese Geschichte, wie kann man denn zum Beispiel auch das für den Bürger angenehmer machen. Da war ein Punkt dabei, den fand ich sehr zutreffend, dass sie gemeint haben, naja, viele Sachen, die Bürger zum Beispiel in Formularen ausfüllen müssen oder beibringen müssen, die haben wir ja schon bereits irgendwo gespeichert. Aber das Problem ist, es ist wieder eine andere Behörde und die kann auf diese Datensätze nicht zugreifen. Und es ist dann wieder ein riesen bürokratischer Akt und deswegen fragt man die Daten dann lieber beim Bürger nochmal ab. Und in solchen skandinavischen Ländern, ich weiß nicht mehr, ob das Dänemark in dem Fall war oder eben Finnland, was sie als Beispiel genannt haben, und da ist es eben so, dass viele Felder einfach intern über Datenbankabfragen schon vorausgefüllt werden und du viel weniger Bürokratie dadurch hast, die der Bürger spürt, weil das einfach schon eingetragen ist und du musst dann nur noch die Sachen, die wirklich benötigt werden, die noch nirgends erfasst wurden, eintragen und das erleichtert natürlich auch schon wieder die Arbeit. Ja, und das Thema Kommunikation mit Behörden, ich habe es ja schon mal erzählt, mit dem Finanzamt. Das ist ja sehr spannend, als Unternehmer mit dem Finanzamt zu kommunizieren, weil du schreibst eine E-Mail und kriegst einen Brief als Antwort zurück, weil die dürfen keine E-Mail schreiben zum Beispiel. Also E-Mail ist ja schon mal, sag ich mal, ein Legacy-Medium, aber nicht mal das geht. So, und wenn du da eine App hättest oder irgendwas und könntest mit deinem Berater, kannst ein Ticket einstellen und der beantwortet das wie bei einem Dienstleistungsunternehmen, wie es bei unseren Kunden auch ist. Die können Tickets einstellen und wir reagieren da drauf. Und das wäre ja eine richtig geniale Geschichte. Dann habe ich da mein Ticket offen beim Finanzamt mit meiner Frage und dann schreibt da jemand, dann kann ich direkt darauf antworten, der sieht direkt meine Antwort und kann die auch beantworten. Ach, das wäre so schön. Das wäre ein Träumchen. Ja, dann hau ich auch nochmal gleich mit rein. Natürlich. Einfach um mal wieder der gute alte Auf den Negativ-Hansel zu Boden der sein. Tatsachen wieder zurückholen hier. Was man sicher bei sowas auch immer im Klaren sein muss, dass man damit dann doch auch, das ist gefühlt, aber auch die Angreifbarkeit des Staats dann doch auch wieder irgendwo erhöht. Und jetzt hört mir zu. Die Sache war vor ein paar Jahren in Lettland Kann sein, ja, weil die sind sehr weit mit Digitalisierung her. und wie gesagt, wenn ich mich jetzt ganz noch ein bisschen erinnere, gab es da wohl mal einen Grenzkonflikt mit Russland, beziehungsweise einen Konflikt, glaube ich, über irgendein Kriegerdenkmal oder irgendwas. Also da gab es auch mal eine Reportage auf Arte oder irgendwas. Auch eben zur Digitalisierung. Und da ist es wohl vorgekommen, weil eben
Lettland, die dieses Denkmal entfernt hat. Aber ich glaube, irgendwie um es an einen anderen Platz zu bringen, weil da auf jeden Fall jetzt nichts groß, also jetzt nichts verwerf, also, was ist verwerflich, also ist, dass man gesagt hat, man hat das Denkmal abgebaut, weil man möchte es nicht mehr haben. Also es war wirklich Verlegung oder irgendwas. Also es war die Kleinigkeit im Prinzip, ja. Und dann muss es wohl von russischer Bevölkerung auch dort Proteste gegeben haben. Und ein paar Tage später gab es dann großflächige Angriffe eben auf dieses ganze E-Government-Zeug von Lettland, was auch relativ hart getroffen hat. Also sowas muss man sich natürlich immer im Klaren sein, dass man dafür Tür und Tor aufmacht. Richtig, aber da muss ich halt ganz ehrlich sagen, soll man deswegen überhaupt nicht anfangen, Sachen zu digitalisieren, nur weil es da Bedenken gibt. Das ist halt auch so, wo ich dann sage, es gibt ja schon Möglichkeiten, sowas abzusichern. Natürlich sollte man da jetzt, und das ist halt wieder wahrscheinlich der Fehler, den wir in Deutschland wieder machen, dass wir dann 30 verschiedene Produkte einsetzen und dann sind es alles so kleine Softwarebuden und dann ist vielleicht noch diese E-Government-Lösung ihr erstes Produkt, was sie so wirklich auf den Markt bringen und ihr erstes Produkt, was im Internet erreichbar ist und dann gibt es da wieder Sicherheitsprobleme und ich glaube, diesen Fehler machen wir oder den werden wir machen in Deutschland, so wie ich unsere Politiker kenne, während wenn man da eine Lösung selbst entwickelt mit einer eigenen Security Abteilung, Department, die sich darum kümmert, mit IT-Sicherheitsexperten, die dann zum Beispiel auch das Ganze mal angreifen und die da eben dann auch nach Schwachstellen regelmäßig suchen, dann könnte das eine gute Lösung werden. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie hochprofessionalisierte Hacker hast, dann wird das alles möglich sein, aber wenn man, sag ich mal, da gar nichts macht und sagt, oh, ich könnte ja angegriffen werden. Nee, ich meine, die Realität sieht ja bei der Privatwirtschaft ganz anders aus. Du hast ja überall mittlerweile Online-Portale, kannst Sachen, mittlerweile, wenn man sich jetzt Energieversorger anguckt, was du mittlerweile alles online machen kannst, abfragen kannst und in welche Richtung das geht oder das Thema, klar, ich weiß, das ist für dich ein rotes Tuch, das Thema Smart Home, das geht ja auch in so eine Richtung. Und wir haben ja, ich meine, natürlich ist manches wirklich sehr mit der heißen Nadel gestrickt und sehr schwierig aus Sicherheits-, ich meine, ich sehe es ja genauso, aus Sicherheitsgesichtspunkten, aber ist nicht so, dass wir jetzt wöchentlich da irgendwie Probleme haben, dass irgendwelche fremden Leute da irgendwelche Lichter ein- und ausschalten. Nee, das wollte ich damit auch in dem Sinn auch gar nicht sagen, dass man da den Kopf in den Sand steckt, nur weil eben sein könnte. Was ich eigentlich damit auch sagen wollte, ist, dass man vielleicht jetzt von Regierungsseite her halt eben auch eine Defensive mit hochziehen muss gleichzeitig oder vielleicht eben auch davor, wenn man sich halt dem öffnen will. Also es ist ja nicht so, dass ich, und man muss ja auch mal wieder weiterdenken, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja okay, Bundeswehr und was weiß ich, also das ist ja in dem Sinn, ist ja auch der Angriff nicht unbedingt nur vom Nachbarstaat zu erwarten, sondern, keine Ahnung, spinnen wir jetzt mal die Sache, wir lösen irgendeinen Handelsdeal mit den USA auf, den die USA eigentlich haben wollte, um mal nicht immer nur auf den Oststaaten rumzuhacken. Kann sich ja die USA vielleicht auch mal denken, so, ja, legt man halt den mal so als Racheaktion das E-Government-System lahm. Also es ist halt, es wird halt alles globaler bei sowas. Ja. Und ich glaube, manche Leute, die eben sich solche Dinge wünschen, bedenken sowas nicht. Natürlich, dass wir hier aus einer anderen Bubble wiederum kommen und genau wissen, dass man sich eben damit eine schöne neue Tür einzieht. Aber halt dann, die halt vielleicht leichter aufgeht, weil sie elektronisch gesichert ist, aber dann hat ein scheiß Schloss verbaut. Man muss halt sich auch darüber im Klaren sein. Wollte ich eigentlich nur mal so ein bisschen. Nee, das stimmt. Also auf jeden Fall. Mein Senf dazugeben, dass durchaus nicht alles immer der Halsbringer ist, wenn man es eben nur einseitig hochzieht. Klar, also wenn man da jetzt so weitermacht, wie es aktuell läuft, dass man irgendwie eine Gemeinde hat, wo man einen Admin hat, der Wald- und Wiesen-Admin ist und dann heißt, hier hast du jetzt mal eine Software, installier die mal, mach die mal von außen zugänglich, dass das natürlich der absolute GAU wird, das ist eigentlich vorprogrammiert.
Also wenn, dann muss sowas von Experten gemacht werden. Vielleicht, und da ist vielleicht auch wirklich der Weg der richtige, wie man es jetzt auch hat bei der Gesundheitsgeschichte, dass man da Wirtschaftsunternehmen nimmt, die sich damit auskennen. Also einer IBM traue ich es dann doch zu, dass sie ihre Cloud absichern können und dass die da ein Security Operations Center haben, die sich da Tag und Nacht Gedanken machen und eben auch solche Angriffe sofort erkennen. Aber sowas muss man halt einkaufen und da müssen Budgets dafür da sein und auch das Bewusstsein, dass sowas halt einfach notwendig ist. Und dass man da sowas nicht leichtfertig einfach ins Internet stellt und sagt, so, jetzt macht mal, oder jede Kommune da irgendwas Eigenes macht. Also es ist ja auch immer wieder lustig, wenn ich sehe, was zum Beispiel hier passiert, was in anderen Städten und Dörfern passiert. Und das sind völlig unterschiedliche Systeme. Jede Gemeinde macht da irgendwas Eigenes, ein eigenes Bürgerportal und hier was Eigenes, da was Eigenes. Und das ist halt auch was, was ich super anstrengend finde, wo ich auch sagen muss, wenn jemand. Ich meine, ich gehöre nicht dazu, aber wenn jemand öfters mal umzieht oder so, der wird ja wahnsinnig. Da, diese ganzen Geschichten, also in Ländern, wo sowas irgendwie zentralistisch aufgebaut ist, da ist sowas halt viel, viel einfacher zu handeln, weil du hast eine App, in der trägst du dann ein, deinen neuen Wohnort oder wie auch immer und meldest deine Sachen um. Und nicht, dann lade ich mir die App von Coburg runter, dann lade ich mir die App von Nürnberg runter, dann muss ich da gucken und so weiter. Das ist doch alles scheiße, das will doch niemand. Also wenn man jetzt mal, man muss vielleicht auch mal, und das war auch so die Quintessenz von dieser Diskussion, muss ich mir auch noch aufschreiben, dass ich den Link da mal mit reinposte. Man muss das halt eher mal kundenorientiert auch alles sehen, dass man halt, dass das keine Bürger sind, also Bürger auch, aber dass es eben auch Kunden sind, die halt auch vielleicht ein Recht haben auf eine bessere Usability, dass das halt einfach für den Anwender, für den Bürger einfach gut verwaltbar ist. Und das ist unsere aktuelle Bürokratie einfach überhaupt nicht. Aber wenn ich halt dann, sag ich mal, das gleiche Prinzip anwende wie bei einem Wirtschaftsunternehmen, bei Amazon oder was auch immer, beliebigen Online-Handel oder beliebiges Dienstleistungsunternehmen hier einsetzen, wenn du sowas halt auf die Behörden überträgst. Es wird nicht 100% funktionieren, aber in manchen Bereichen wird es halt funktionieren, wie zum Beispiel dieses Thema Ticketsystem. Warum kann ich nicht einfach bei der Behörde auch so ein Ticketsystem haben, wo Anfragen reinlaufen, wo ich dann darauf antworten kann, wo dann auch der, das ist ja auch oft ein Problem, immer wieder gehabt bei Behördenkommunikation jetzt mit meiner Firma, dass dann praktisch der Mitarbeiter X ist im Urlaub und der Mitarbeiter Y, der weiß überhaupt nichts von dem Fall, weil es keine Verwaltung gibt. Da gibt es einfach irgendwie eine Mailbox in Outlook und keiner weiß, was der Mitarbeiter, was der Kollege praktisch für Fälle bearbeitet und weiß aber auch den Stand nicht, kann den Verlauf nicht abrufen und so weiter und so fort. Und das kannst du mit so einem einfachen Ticketsystem, und da gibt es mittlerweile auch Open-Source-Lösungen, die kostenlos sind, dafür, und sowas könntest du damit so super abbilden und das Problem wäre behoben. Und der Kunde, in dem Fall der Bürger, der würde merken, hey, das läuft viel besser. Und es gibt ja teilweise mittlerweile Städte, die besser aufgestellt sind oder auch Dörfer, aber es gibt halt eben auch genau das Gegenteil, und das habe ich halt jetzt hier auch immer wieder erlebt, dass es halt einfach eine Katastrophe ist, mit diesen Behörden zu kommunizieren. Aber gut. Naja, so viel würde ich sagen, außer ihr habt noch irgendwas zum Thema E-Government und Digitalisierung. Ich packe euch auch mal die Podiumsdiskussion mit in die Shownotes. Das soll ich vielleicht noch kurz aufschreiben. Derweilen erzählt euch mal der Tobi noch was über die Zensur bei Microsoft-Suchergebnissen. Ja, da bin ich nämlich auch mal wieder auf was gestoßen, auf einer Seite, bei der ich ab und zu mal land, mich aber dann eh wieder nur aufreg. Ja, gut. Also wahrscheinlich wird manchen Leuten hier auch netzpolitik.org was Ich sagen. glaube, so unbekannt sind die nicht. Also Eben. haben wir schon öfters verlinkt, Wollte gerade glaube ich sagen, auch. also das ist so eine Seite, auf der ich irgendwann mal immer hängen bleibe und mich meistens nur über Zeug aufreg, weil die Welt gefühlt wieder schlechter geworden ist. Es ist wohl vorgekommen, es ist vorgekommen, dass zum Jahrestag des Tiananmen-Square-Massakers die Suchmaschine Bing, die ja auch in China erreichbar ist, nicht wie Google, also wohl diese, also das Gemälde bzw. das Graffiti Tank Man, also dieser ikonische Mann, der mit seinen Einkaufsbeuteln da vor den drei Panzern steht, wohl gesperrt hat.
Angeblich laut Microsoft handelt es sich um einen menschlichen Fehler, dass da wohl irgendwas nicht erreichbar gewesen sein sollte. Ja, wer es glaubt. Es ist jetzt auch teilweise dann auch so Firmen wie Apple und so weiter beugen sich ja mittlerweile auch chinesischer Zensur. Also da werden dann eben Daten von Apple-Usern in China gespeichert und auch der Zentralregierung zugänglich gemacht. Und also ich muss sagen, hätte ich jetzt so von Apple und Microsoft ehrlich gesagt nicht erwartet. Also zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja. Aber da sieht man mal auch mal wieder, auch wenn es dann immer heißt, ja, die USA sind doch so die total tollen. Ja, es ist halt nach wie vor alles ein Sumpf und wo halt das Geld herkommt und hinfließt, da bückt man sich ja dann doch mal ganz gern vorne über. Letztendlich ist es halt ein riesiger Markt. Also wenn Apple oder Microsoft sich bei diesem Markt verschließen, dann gehen denen halt immense Summen durch die Lappen. Das ist ja auch, ähnlich ist es ja auch bei Huawei zum Beispiel. Die machen ja auch mittlerweile einiges, damit die auch hier im europäischen Markt stattfinden. Und ja, es ist natürlich nicht die feine amerikanische Art, aber ja, letztendlich ist es halt wirtschaftlich so und ja, was willst du da machen? Ich meine, du kannst das Gleiche, ist ja, versuch mal, Produkte von Nestlé zu vermeiden. Ja, klar. Das ist, wenn du dir mal anguckst, was Nestlé mittlerweile alles hat, du kannst ja, also du musst echt schauen, also das ist wirklich schwierig, dieses Unternehmen zu meiden einfach, weil da hatte ich es mal mit einem Kollegen drüber, der hat da mal so eine ganze Palette an Produkten aufgezählt, die von Nestlé sind, das ist unglaublich. Und bei Microsoft und Apple, ja, was sollen die da nutzen? Klar, sie können Linux nutzen, aber ich meine, die meisten Bürger dort, die werden halt auch lieber was aus der Dose haben wollen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch gerade gar nicht, wie das mit Linux so sehr in China aussieht. Weil du dann auch da teilweise wahrscheinlich Probleme haben könntest. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du da in China irgendwo mit einem Kali oder so einreist, da kannst du mal zumindest als Europäer vielleicht dich mal ganz schnell auf so eine gute alte Ganzkörperdurchsuchung vorbereiten. Und als, ich weiß nicht, als Chinese, ob das jetzt, wenn du halt nicht vielleicht gerade für die Regierung arbeitest und dann irgendwie so ein Hacking-Linux oder so anschleppst, glaube ich, ist dann auch so, dass du dich da vielleicht mal von deinen Kniescheiben verabschieden kannst oder so. Ja, da gab es auch die Story von einem Mitarbeiter einer deutschen IT-Sicherheitsfirma, der in China eingereist ist und hat dann nach der Sicherheitskontrolle im Hotel festgestellt, dass wohl die Festplatte seines Notebooks ausgebaut war. Ein Schelm, wer Böses denkt. Und die dann halt wieder eingebaut wurde. Und da wurden halt eben Gebrauchsspuren am Gerät festgestellt. Der hat das Gerät natürlich dann nicht mehr verwendet, weil er sich der Gefahr bewusst war, dass da vielleicht auch irgendwelche Zugänge abgegriffen werden können oder irgendwas. Aber es ist schon wirklich merkwürdig, wenn du sowas halt dann mitkriegst. Weil in Deutschland, ich meine, da ist sowas halt aktuell eigentlich unvorstellbar, dass sowas halt passiert. Klar, jetzt sind diese Filterungsmaßnahmen da diskutiert worden, aber im Prinzip geht es uns da ja trotzdem relativ gut. Wir sind ja noch meilenweit von solchen despotischen Staaten, sage ich jetzt mal, wie China und vielleicht Nordkorea oder Russland entfernt. Gott sei Dank, ja. Wo es dann wirklich mal darum geht. Also es ist ja, wir können ja nach wie vor unsere Meinung sagen, ohne dass du den nächsten Tag von irgendwelchen Leuten dann in einem Van ins nächste Umerziehungslager kommst. Also da ist dann doch Meckern auf hohem Niveau, aber eben jetzt zum Beispiel auch solche Berichte suchen wir dann immer doch ganz gern mal raus, um halt eben auch gewisse Aufmerksamkeiten zu schüren. Man muss sich halt auch immer wieder ins Bewusstsein rufen und es muss halt auch Thema Bildung, es muss halt auch unserer Jugend vermittelt werden, dass sowas halt doch Werte sind, die man schützen muss und sollte. Und hat man ja auch im letzten Podcast das Thema Meinungsfreiheit und dass man halt auch Leute mal ja auch dumme Meinungen sich zumindest mal anhört und dann darüber redet und die nicht totschweigt, weil die gibt's halt nun mal. Es gibt halt auch Leute, die Bullshit verbreiten und
Ja, und deswegen, da muss man sich halt einfach dessen bewusst sein. Und ich sag, wie es ist, also so schön vielleicht diese Länder oder so interessant diese Länder vielleicht sind, aber wohnen und leben möchte ich dort auf gar keinen Fall. Also das wäre auf jeden Fall nichts für mich, wenn du halt immer überlegen müsstest, was postest du, ja, wie verhältst du dich im Internet? Ich meine, das ist bei uns in Deutschland sehr, sehr bis jetzt, muss man sagen, sehr, sehr offen und man kann sehr viel machen und es wird sehr viel geduldet, was ja auch gut ist, was auch seine Berechtigung hat auf jeden Fall. Und da geht es uns einfach sehr gut und das muss man einfach erhalten. Gut, ja, habt ihr noch was dazu? Ansonsten würde ich mal mit einem sehr, sehr ja, schönen, in Anführungsstrichen, oder sehr, sehr entspannten Thema weitermachen. Wollte gerade sagen, dann lass mal von der Depression weggehen. Genau, ich habe was ausprobiert, weil ich habe, wir hatten ja mal einige Folgen, ich weiß die Nummer jetzt gerade nicht, hatten wir über das Thema Sneaker ja mal geredet und dass ich da ja diverse Online-Shops gefunden habe, die ja einfach ja einmal Fake-Shops waren oder eben halt auch Fälschungen angeboten haben. Und jetzt habe ich bei Nike eine recht nette Geschichte gefunden, die gibt es auch schon einige Zeit. Du kannst mittlerweile Sneaker personalisieren. Und das habe ich jetzt mal gemacht, weil den Sneaker, den ich haben wollte, den gab es eben nicht mehr. So. Oder den hätte man für irrsinnige Summen irgendwo kaufen müssen. Und konkret geht es da eben um dieses Klassiker Air Force One Modell von Nike. Und das ist ja mittlerweile, also ich weiß nicht, wie viele Leute man sieht mit diesem Modell. Und man sieht halt hauptsächlich dieses weiße Modell irgendwie. Das ist voll der Trend geworden, gerade jetzt bei Jugendlichen, voll im Trend. Und ich bin ja jemand, ich bin sehr individuell und ich wollte mir da was Eigenes zusammenstellen und habe das jetzt auch mal gemacht. Und der ganze Spaß insgesamt ist, finde ich, für einen so speziell angefertigtes Produkt für dich relativ günstig. Also wir reden hier von in Anführungsstrichen nur 119 Euro und dann kriegst du das Ding wirklich für dich angefertigt. Du kannst jegliche Farben auswählen, du kannst die Sohlen bestimmen, du kannst sogar was einsticken lassen, deinen Namen zum Beispiel, aber so großes Geltungsbedürfnis habe ich noch nicht, dass ich meinen eigenen Namen auf meinen Schuhen haben muss. Aber manche Fußballer machen das ja. Also es ist ja, ich weiß auch nicht, warum die das machen, keine Ahnung, aber vielleicht ist es ja sinnvoll, was weiß ich, dass in einer Bundesliga-Fußballkabine so durcheinander geht, dass da, was weiß ich, alle Schuhe durcheinander fliegen und dann muss man die beschriften lassen oder keine Ahnung. Aber letztendlich, wie gesagt, kann man das auch mit solchen Sneakern machen und die Nike Air Force One, die sind halt eben da jetzt prädestiniert, die habe ich bestellt und es ging auch relativ fix. Also ich habe die, glaube ich, vor einer Woche oder so bestellt und gestern sind die dann gekommen und die kommen auch scheinbar wirklich aus einer Schuhfabrik von denen, fallen die da irgendwie raus und ja, also sind qualitativ top. Und ein weiterer Vorteil, der ist mir gestern noch so gekommen, wo ich die ausgepackt habe, die waren halt wirklich so, wie sie aus dem Berg rausfallen. Wenn du jetzt irgendwo in einem Schuhladen oder auch in einem Online-Shop, da kann es sein, dass du auch einen Rückläufer bekommst, wo schon vielleicht 40 Leute die anprobiert hatten oder whatever, die waren halt wirklich werksfrisch. Die waren richtig frisch. Du hast teilweise, und das nehme ich jetzt in dem Fall mal als Qualitätsmerkmal, hast du teilweise an manchen Stellen noch leicht den Kleber gesehen, wo die da irgendwelche Sachen angeklebt haben und so. Also wirklich ganz, ganz leicht. Also musste man wirklich in der Sonne mit hellem Licht drauf gucken, aber man hat halt gesehen, okay, da wurde mal geklebt und so weiter. Und war echt begeistert. Ist jetzt auch kein Placement und keine Werbung, aber ich habe das mal ausprobiert. Das gibt ja auch von anderen Ja, wollte gerade Herstellern. sagen, mir würde jetzt gerade einfallen, glaube Converse, oder wie die der Laden Ja. heißt, macht das hier, glaube ich, auch schon seit einer ganzen Zeit. Ich glaube schon, ja. Also es gibt einige, es gibt glaube ich auch von Adidas irgendwas, aber ich habe es halt jetzt bei Nike mal ausprobiert und weil ich den Schuh wirklich gut finde, aber ich wollte halt nicht diesen Standard, den weißen haben und ich weiße Schuhe allgemein finde ich schwierig. Und dann habe ich jetzt mal geguckt und mir da selbst was zusammengestellt. Und das Witzige ist auch, du kannst deine Zusammenstellung natürlich auch scheren.
Ich verlinke euch einfach mal meinen Schuh, den ich mir zusammengestellt habe. Und den gibt es so nicht zu kaufen. Also den gibt es so nicht zu kaufen, außer halt, wenn du ihn selber zusammenstellst. Und das war mir halt auch irgendwie, fand ich auch sehr charmant. Ne? Also das ist, man braucht es nicht unbedingt, aber man kann es machen. Und finde ich halt irgendwie geil. Und ich habe am Anfang hatte ich so eine Kombination gehabt aus dem, was ich ursprünglich haben wollte. Da habe ich gedacht, ach komm, jetzt machst du einfach mal was ganz Neues, was Eigenes, wo du Bock drauf hast. Und ja, wie gesagt, das ist ganz nett. Ich glaube, der normale Schuh kostet, glaube ich, 80 Euro oder irgendwie. Oder 69 oder 79 Euro, irgendwie so. Und wie gesagt, das selbst zusammengestellte Modell kostet halt eben 119,99. Da ist der Versand mit drin und es wird für dich angefertigt. Und man kann das halt eben auch angucken. Also angucken in dem Sinne, dass man das halt in dieser Software zusammenstellt. Und dann kannst du es dir von allen Seiten schon mal angucken, wie der dann später aussieht. Und du kriegst auch regelmäßig Benachrichtigungen. Ja, wir haben das gerade geprüft, dein Design, das ist möglich. Und jetzt wird es produziert. Und dann natürlich die Versandbenachrichtigung und so gibt's alles. Und ja, fand ich ganz nett. Ich gedacht, erwähne ich mal, vielleicht gibt es da auch Interesse von dem einen oder anderen, dass er sagt, hey, jetzt stelle ich mir da selbst mal was zusammen, was Eigenes. Und jetzt laufe ich nicht mit dem Allerwelt-Sneaker da rum. Das ist ja bei Vans sind es ja diese Oldschool, die keine Ahnung wie viele tausende Leute jetzt haben. Und bei Nike sind es halt eben die Air Force. Und da gibt es halt eben jetzt auch die Möglichkeit, die zu personalisieren. Gut, ansonsten wären wir jetzt für diese Folge durch. Ich verweise nochmal auf unsere Umfrage der Woche. Wir haben euch ja gefragt, passend zum Online-Shopping, mit was bezahlt ihr denn ganz gerne? Nutzt ihr PayPal, Klarna und wie die ganzen heißen? Könnt ihr abstimmen? Und habt ihr schon mal Lebensmittel im Internet bestellt? Würdet ihr das empfehlen? Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, uns zu mailen oder auch über das Formular dann, über die Abstimmung, uns irgendwelche Daten zukommen zu lassen oder irgendwelche Informationen oder Kritik, Anregungen, Wünsche, wie auch immer. Alles gern gesehen. Wir sind ja hier ein offenes Medium und wir sind dafür auch sehr offen für solche Sachen. Wenn es sachlich bleibt, dann ist das natürlich eine feine Sache. Ihr könnt auch mailen an techtalk@kursofu.com. Wir lesen da jede E-Mail und wenn es denn sachlich ist und sinnvoll ist, werden wir das natürlich dann auch hier im Tech Talk behandeln. Ansonsten, wir sind natürlich auf Social Media auch, also überall abonnieren. Teilweise haben wir ja das Problem, dass die Glocke nicht richtig oder anders, dass der Abo-Button nicht richtig funktioniert und deswegen empfehlen wir halt eben auch die Glocke auf YouTube zu aktivieren, wobei die teilweise auch schon Probleme macht. Und deswegen empfehlen wir wiederum, uns auf Twitter zu folgen. Da gibt es auch Kurs of You oder auf Facebook oder auf Instagram. Und da kriegt ihr dann auch mit, wenn irgendwas ist. Ansonsten gibt es natürlich den RSS-Feed. Also wie gesagt, schaut einfach, dass ihr noch einen zweiten Weg habt, über den wir euch informieren können, weil es mittlerweile leider nicht mehr so einfach ist, in eure Abo-Box zu kommen, weil YouTube da irgendwelche lustigen Sachen mit dem Algorithmus macht. Und ich höre immer wieder von Leuten, die dann nach, was weiß ich, 30 Folgen merken, hoppla, da ist ja noch was gekommen und die haben das gar nicht mitbekommen, weil eben die Abo-Box das nicht richtig angezeigt hat. Gut, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Ciao. Der Ringe mit drei Leuten neu vertont. Und Hörspiel, das Hörspiel. Die Bibel, das Hörspiel von Kurs of You. Also du meinst die russische Variante? So, jetzt muss ich hier noch mein Mikro
bisschen positionieren, dass es hier einigermaßen. Also Steffen, du hast gemeint, wir brauchen heute kein Audacity. Nö, also wir haben ja einmal den YouTube-Stream, der hat ja hoffentlich Ton. Also ich höre nochmal kurz rein. Nee, geht. Also wir haben für Ton bezahlt. Und das ist ein Backup, sozusagen, YouTube. Und dann nimmt der Server direkt dann nochmal auf. Also von daher eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket. Und jetzt haben wir hier auch noch den Mumble-Codec. Also was wollen wir denn mehr? Also wenn jetzt noch Leute rumnölen, es ist aber hier alles so scheiße und macht ja, mal alles. Ja, die wollen ein professionelles Studio. Ja, wenn sie es bezahlen, dann sagen, gerne. Wenn sie die Kohle bezahlen, gern im Hafen, dann, in Schweinfurt gibt es bestimmt noch irgendwie Büro, wo man anbieten können. Genau, und dann lasse ich dann die Leute einfliegen mit Chauffeuren, so dann läuft das. Also dann ist das alles kein Problem. Dann machen wir so einen auf Harald Schmidt Show. Ist das alles kein Problem. So. Mikro alles muss so eine gute alte Frage des Geldes. Also wenn ihr soweit seid, dann würde ich einfach anfangen. Ja, nur nochmal eine Frage mit Begrüßung oder was, einfach normal runter, ne? Weil das vergesse ich jedes Mal. Also ich würde heute vorschlagen, das war auch so eine Idee, dass ich euch vorstelle. Kein Problem. weil es auch schon mal jemand angemerkt hat, dass ich doch der Gastgeber, der Host bin und dann sollte ich doch meine Gäste vorstellen. Können wir ja auch mal ausprobieren. Ne, dann können wir es mal so machen, also habe ich auch kein Problem mit. Ich bin da auch völlig leidenschaftslos. Dann kann ich mein Hirn ausschalten bis zum ersten Thema, das ist auch mal nicht schlecht. Ja, siehste. Gut, dann machen wir das so. Dann tue ich jetzt noch schnell hier meinen Bildschirm mal, sonst werde ich wahnsinnig, wenn ich mich die ganze Zeit links sehe hier. Gut. Da oben steht noch Tech Talk 40. Das Datum passt auch noch nicht. Heute haben wir den 25.06. So, aber jetzt. Georg, bist du ready? Ich bin ready. So. Tech Talk 41. Heute lernt ihr was? Nee, nochmal neu. Tech Talk 41. Heute reden wir über Windows 11 und was wir von deutschen... Nochmal neu. Von Deutschen können wir gar nichts lernen. Nee, können wir nichts lernen. Der Podcast wird dieses Mal voll kurz. Es wird jedes Mal kurz, du weißt, so wie es ist. Es heißt immer am Anfang, der Podcast wird kurz. Und dann brauchen wir eh wieder 5 Stunden oder so, weil Steffen und ich uns dann komplett verlabern. Jetzt irgendwie noch so eine Hand Kaffeebohnen holen und die einfach mal krachen im Mund malen, aber ich glaube, es hilft nicht viel. Ja, psychologisch gesehen reicht ja schon der Duft von Kaffeebohnen, um dich nee, wacher zu machen. Das reicht bei mir schon immer. Also ich glaube, ich hau mir so an Hochzeiten mal so 5-6 Tassen Kaffee auf der Arbeit in den Kopf. Und ja, das ist so das typische Informatiker-Ding. Ich hab nicht wirklich den wahnsinnig großen Effekt jetzt, dass ich sage, okay, ich wäre irgendwie großhippelig. Es ist halt wirklich dann mal. Es gibt manchmal Tage, wo es dann ein bisschen reinhaut, aber sonst. Also ich kann auch zum Beispiel am Wochenende, ich habe eine Kaffee, also ein Sieb, also was Siebträger, halt so eine Pour-Over-Kanne in der Küche. Da geht halt mal locker ein Liter rein, den kann ich mir am Wochenende wegknallen, ohne dass ich großen Effekt merke. Okay, also oh, schon krass. Das ist halt das Problem an Koffein, dass der sich der Körper dran gewöhnt. Aber ich trinke ja auch Kaffee nicht damit, dass ich wach werde, sondern ich kaufe mir meistens irgendwie so ein bisschen Kaffeesnob-mäßig. Halt eben guten Shit und nicht irgendwie hier Kolumbiens Schande, wo du hauptsächlich säufst, um wach zu werden. Weil da kann ich genauso gut irgendwie grünen oder schwarzen Tee trinken. Das funktioniert dann sogar besser teilweise. Hält auch länger an. Das ist eine andere Art von Koffein. Nee, also weil wir es gerade von schlechtem Kaffee haben. Falls du irgendwann mal nach Kroatien kommst, kauf dir niemals Gloria Kaffee. Das war vor 2 Jahren, war ich mit meinen Eltern für eine Feier und Zeug dort, da haben wir dort gefeiert. Und meine Mutter, ja, ich hab den Kaffee mitgebracht, der war halt irgendwie schon,
billig war keine Aussage zu dem Zeug. Also das war so, wenn du es auf Euro umrechnest, halt irgendwie ein paar Cent, aber ein paar Euro. Ey, und das Zeug hat echt geschmeckt wie Arsch und Friedrich. Was? Billig, kroatischer Billigkaffee. Also, ja gut. Ach ja, so. Da darf ich ja gerne mitreden, weil ich trinke ja aus Gewohnheit einfach Kaffeepulver so. So löslichen Kaffee. Du verdammtes Tier. Ja, man muss aber auch sagen, ich bin zum verfluchter Milchkaffeetrinker. Gegen Milchkaffee ist ja nichts einzuwenden. Das ist ja, Milchkaffee hat ja seine Berechtigung. Mit der Milch, also mit Milch und Zucker kannst du ja gewisse Noten im Geschmack ausbalancieren. Aber jetzt so, also dieses Nestle oder Instant, diese fertig Instant Kaffee. Nestle wäre zu teuer. Also wir nehmen dann schon das richtig günstige, ja, was wir von Netto bekommen. Das ist scheiße, Junge, ey. Aber die Sache. Richtiger Muckefuck. Ja, das ist auch echt faszinierend. Wenn du nichts anderes trinkst, dann gewöhnst du dich. Aber das ging mir auf der Arbeit, wo wir so einen Kaffeeautomaten hatten. Da konnte ich den löslichen dann nicht mehr trinken. Warte mal kurz ab. Also, ich zeig dir mal hier. Auch wenn es Steffen wahrscheinlich irgendwie in die Notes nimmt. Ich zeig dir hier mal guten Kaffee. Zeig dir jetzt einen richtigen Hasen. Ah, immer noch so eine gute Werbung. Ich kann nicht verstehen, warum sie die jemals rausgenommen haben. Die hätten wir 20 Jahre lang spielen können. Und die wäre ja immer noch cool. Hier. Oh. Die haben sogar einen Online-Shop. Da werde ich mir vielleicht auch mal was besorgen bei denen. So einem kleinen Kaffeeladen hier in der Stadt. Die rösten auch den kompletten Scheiß selber. Mhm. Und da muss ich mal schauen, vielleicht gehe ich da dieses Wochenende nochmal vorbei, morgen. Die haben teilweise aber, wobei, jetzt ist es schon ein bisschen spät den Monat, die haben immer noch so Monatskaffee. Und das sind teilweise so ganz ausgefallener Shit, also irgendwie so äthiopischer Hochlandkaffee oder so, also jetzt so Kopi Luwak Zeug muss jetzt nicht unbedingt sein, also so durch die Katze fermentiert. aber gut schmecken. Ja, ich habe auch schon mal einen getrunken, aber der, also sagen wir mal so, die Art, wie du das Zeug herbekommst, dann teilweise, dass die Viecher halt in unzumutbaren Zuständen gehalten werden. Mhm. Und also den Geschmack rechtfertigt es nicht. Ja. Zumindest in meinen Augen nicht. Und ist der dann schon gemahlen oder sind das richtige Kaffeebohnen? Ich hab eine Mühle in der Küche. Wobei, da werde ich mir demnächst, oder was ist demnächst, wenn ich wahrscheinlich umziehe, mir mal ein Upgrade gönnen. Weil, also die habe ich von meinen Eltern, die haben meine Eltern ursprünglich für sich gekauft. Aber die wollten sie dann nicht mehr, weil meine Mutter irgendwie der Meinung war, ihr passt es nicht. Und wenn sie der Meinung ist, es passt nicht, dann hat es mein Vater auch nicht zu passen. und weil ich halt, wie gesagt, jemand bin, der halt Kaffee einfach vernichtet und auch guten Kaffee zu schätzen weiß, obwohl ich, wie gesagt, das Zeug halt echt literweise wächst auf, war dann so, ja, komm, nimm die elektrische Mühle. Das Einzige ist, ich will halt eine mit einem Birdset Keramikmalwerk irgendwann mal, also ein besseres Malwerk. Und was mich halt an der Mühle ankotzt, ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber da hängt immer noch ständig irgendwelches Pulver drin. Und der Auffangbehälter ist so scheiße designt, dass du das Zeug nie komplett rauskriegst. Mhm. Und auch irgendwie Pulver immer daneben geht. Also ich weiß nicht, warum die nicht einfach so gemacht haben, dass von oben das Pulver reinfällt, sondern irgendwie so ein Seitenmühlenausgang da rein muss. ja. Da ist die von De'Longhi besser, die ich da hab. Ja, du hast doch eh so eine Kombo-Maschine, ne? Ja, also ich hab einmal eine normale Mühle, die verwende ich aber kaum noch, von De'Longhi. Und der Vollautomat, der ist auch von De'Longhi. Okay. Und den habe ich mal Prime Day für, ich glaube, 700 Euro geschossen. Mhm. Und das ist schon eine geile Geschichte. Mit,
Milch, Schnickschnack und so, wo du dann halt auch ein Latte oder eben Cappuccino machen kannst oder einfach einen ganz normalen Milchkaffee oder was weiß ich. Das ist schon ganz nett, muss man sagen. Ja, gut, aber also der Erwartungsaufwand ist halt nervig. Da muss ich sagen, da halte ich mich doch, was ich jetzt mir mal gegönnt habe, ist ein Wasserkocher, wo du die Temperatur halt einstellen kannst. Also, dass du sagen kannst, der hat halt irgendwie 5 Stufen, das eine ist, glaube ich, irgendwie 60, 70, 80, 90 und 100 Grad. Ja. Das ist halt für Kaffee, wenn du den wirklich pour over oder Presse machst, ist eine Temperatur wahnsinnig wichtig. Ja, gut, oder auch wenn du Tee machst, sollst du eigentlich auch nicht auf 100 Grad brühen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so ein Früchtetee oder sowas ist. Und da gab es auch mal einen von Philips, der so Profile hatte. Ja, so Zeug brauche ich dann auch wieder nicht. Also, für verschiedene Teesorten und so ein Quatsch. Ja, nee, also ich sehe es ja ein, wenn du irgendwie was smart machst, wo es smart sein soll, aber wenn dann irgendwie mein Kaffeekocher ein Versionsupdate braucht von der App, bevor ich das Ding anschalten kann, dann rotiert in mir der Informatiker bzw. der Technikdesigner und so weiter, weil das ist halt so ein Internet, da ist Internet of Shit die Ansage. Also der Vollautomat, der hat auch Profile und du kannst halt sagen, okay, ich will heute meinen Standard-Steffen-Kaffee haben und dann ist der halt auf mich abgestimmt. Dann kann ich halt da, die Stärke ist halt vorgespeichert und die Milch ist vorgespeichert, wie viel Milch und so weiter. Und oder der eine mag mehr Schaum, der andere weniger Schaum. Das kann man alles einstellen. Ist eine Spielerei, bin ich dabei. Aber wenn man es hat, findet man es halt doch irgendwie toll. Ja, nee, ich sage jetzt gar nichts gegen, nur du hast halt teilweise so Zeug, wie wenn es dann halt wirklich darum geht, dass du das Ding nicht ohne Update betreiben kannst, wenn die App oder ja, okay. Ist ja jetzt bei manchen Geräten... Wie in der Firma haben wir das Problem. Durchaus schon vorgekommen. Also das ist ja, wenn du halt wirklich alles total cloud-based und was weiß ich, dann musst du halt damit rechnen, dass das Ding dir irgendwann mal den Dienst verwehrt. Und das ist halt, da muss ich sagen, da bin ich dann auch wieder altmodisch, aber ich bin ja auch so ein Barista at heart, was das angeht. Ich mach ja sowas gern händisch. Also da ist... Das ist so Feeling einfach. Ja, da stelle ich mich dann auch ganz gerne mal echt in die Küche. Genüsslich und zwei Stunden wird das zelebriert. Da wird dann schöner Kaffee überbrüht. Ja, dann singt er noch dabei. Ja gut, das eher weniger, da, weil ich nicht growlen kann, aber das ist dann... Aber was ich halt wirklich unnötig finde, es gibt auch von De'Longhi ein Modell, wo du eine Handy-App hast und es geht über Bluetooth. Und mit der Handy-App kannst du nichts anderes machen, als die Maschine fernzusteuern. Was bringt dir das, wenn das Ding Bluetooth hat und du musst 10 Meter daneben stehen und steuerst die Maschine fern? Das bringt dir doch überhaupt nichts. Das würde maximal mir was bringen in meiner Einzimmerwohnung. Dass ich, keine Ahnung, hier in der Küche... Oder es bringt mir in so zwei, drei Zimmerwohnungen was, aber jetzt nichts in einem Einfamilienhaus. Nee, es sei denn, du baust halt irgendwie alles, scheißt halt alles mit Bluetooth-Repeatern zu. Ja, für eine Kaffeemaschine. Ja, für alles. Das ist ja dann alles Smart Home über das wahnsinnig sichere Bluetooth. Ja. Und da kannst du eigentlich nur darauf warten, dass demnächst irgendwie schon ein Einbrecher-Clan bei dir anfängt, eben auch jene Kaffeemaschine neu zu requirieren. Also, ja. Ja, vor allem, es ist ja auch super toll, dieses Bluetooth-Protokoll, dass es auf genau der gleichen Frequenz funken muss wie WLAN. Ja, natürlich. Ja. Ja, nee, also da bei den Kaffeemaschinen, da gibt es schon echt verrückte Sachen. Und mir hat nur mal einer gesagt, der war bei einem Hersteller, war er irgendwie mal angestellt, dass da gewisse Modelle einfach waren. Da wusstest du ganz genau, wenn du da zum Kunden gefahren bist, also es war ein sehr teurer Hersteller, da wusstest du ganz genau, der hat einfach das Shit-Modell erwischt und da ist ständig irgendwas dran und so weiter. Und dann gibt es halt auch Modelle, wo du halt kaum irgendwie was hast. Und da habe ich mich halt auch informiert und bei einem Unternehmer, der so für seine Firma eine Kaffeemaschine gekauft hat und der hat einfach gesagt, hey, De'Longhi, wir lassen da ein paar tausend Tassen im Halbjahr durch und mit der ist kaum was und so weiter und preislich ist es auch okay
Und da muss ich jetzt keine, zum Beispiel Jura oder wie die heißen, die ganz, ganz teuren kaufen, wo ich ständig irgendwie einen Techniker vor Ort haben muss. Und die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, dass die De'Longhi wirklich sehr, sehr genügsam ist. Sie will halt immer entkalkt werden, aber das ist ja auch okay. Das sollte man sowieso machen wegen dem Geschmack. Sie will halt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in der Region bist, wo halt sehr kalkhaltiges Wasser ist, was jetzt hier eher weniger der Fall Ja, ist, es aber ist wenn du jetzt in bei mir Köln zum, halt, es ist bei mir oder bei zum Beispiel dir, eher, weil wir kriegen flüssiges Kalk aus dem Wasser. genau, dann solltest du da mit einem Filter arbeiten und da gab es halt, habe ich auch schon gelesen. Also ich habe keinen Filter drin, weil bei uns das Wasser halt einfach okay ist. Ich entkalke die ganz normal, weil der Filter ist einfach nur Geldverschwendung und auch umwelttechnisch jetzt nicht so der Hit, weil alles Plastik und so. Aber dann kosten halt die Filter auch nochmal. Und dann jagst du halt alle 2 Wochen, also bei unserem Kaffeegenuss, ich habe am Anfang auch Filter drin gehabt. Und wenn du da die Originalfilter hast, dann brauchst du halt alle 2 Wochen einen neuen Filter. Und der kostet, glaube ich, auch, keine Ahnung, 2 Stück 10 € oder so. Das sind halt auch Kosten, wo man ganz ehrlich sagen muss, die braucht es jetzt nicht unbedingt. Und vor allem, es gibt halt da auch so Nachbaufilter. Und da habe ich jetzt schon in den Bewertungen gelesen, so Billigfilter, wo dann auf einmal das Filtergranulat mit im Kaffee war und so weiter. Und Dazu muss ich auch sagen, ich glaube, die Story mit dem Somat Feine Milde habe ich schon mal erzählt, oder? weiß ich jetzt gar nicht, nee, ich glaube Das nicht. war irgendwie vor einem halben, 1,5 Jahren oder so, und da bin ich halt früh ins Büro gekommen und halt auch noch irgendwie komplett kaputt, weil halt mal wieder scheißig schlafen wegen, keine Ahnung, weil halt irgendwie wieder irgend so ein Arsch vor der Wohnung einen LKW angelassen hat oder so. Und halt rein, Kaffee geholt und so einen Zug genommen, und da muss wohl unten noch Spülwasser oder was ein Satz drin gewesen sein. Und also ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt den Geruch, wenn man die Spülmaschine aufmacht und es so nach diesem Ja. Kaffee sag ich schon, nach diesem Tapp-Aroma riecht. Tab, Und so hat's auch geschmeckt. ja, wollte gerade sagen, und der Geschmack noch mit einem Süßstoff drin und einem Kaffee. Das ist, ich habe die Tasse dann geleert, weil, also auch in mich geleert, weil es ist nämlich eine Weisheit, die ich noch aus dem Studium mitgenommen habe. Es gibt nichts, was sich besser wach macht als schlechter Kaffee. Und ja, das stimmt wirklich, weil du dich echt bemühen musst, das Zeug in dich reinzukriegen bzw. drin zu behalten. Und damit du halt irgendwie wach wirst, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, so diese Militär oder halt insgesamt dieses schlechte Essen, so ja, du willst halt eigentlich nicht, aber du musst. Ja. Es hat dann auch geholfen, wobei dann auch nicht so wahnsinnig lang. Aber ey, wie gesagt, das war echt so Somat Feine Milde. Na gut. Ja, können wir weitermachen? Seid ihr soweit? Ready? Ich Füll hier nochmal Wasser auf. bin ready auf die Welt gekommen. So. Wieder frische Luft im Zimmer. So, jetzt haben wir ja nicht mehr Schon so wieder. viel. Steffen, hör auf zu verschreien. Du hast es am Anfang der Folge auch schon gesagt. Ach, das wird eine ganz kurze Podcast-Folge. Na, ihr habt euch ja heute fein beteiligt, also von daher alles gut. Ja, wir versuchen halt auch, dich einzubremsen. Das ist ja gut.